habt es euch gewünscht. Liebeskummer, Videos zum Schlummern, Einschlafen, zum Energie aufnehmen. Ich habe euch jetzt 3 Stunden Anti-Liebeskummer, antitoxische Beziehungen-Videos zusammengeschnitten, ohne Musik dazwischen. Also lasst es einfach laufen aus ganz unterschiedlichen Jahren meines Wirkens, sage ich mal. Aber das waren so die beliebtesten Videos, die ich da jetzt rausgesucht habe. Und ja, hoffe, es hilft euch. 3 Stunden Liebeskummer-Videos gegen Liebeskummer. Los geht's. Die Pumpsychologe und vieles mehr. Und genau, ich fange heute mal eine neue Reihe an, weil es ja doch viele neue Abonnenten gibt, ob jetzt hier oder auf Instagram. Und die müssen ja auch mal so ein bisschen abgeholt werden und manchmal ist es auch ganz gut, mal wieder sich die Basics nochmal anzugucken. Also es wird so eine Basic-Reihe werden und wir fangen mal heute an mit dem Thema Liebeskummer. So, vorab nochmal kurz, das Buch ist da. Hat so 3 Teile, wird auch nochmal, vielleicht nochmal extra was zu machen. Genau, mache ich nochmal extra was zu. Freue mich über Rezensionen und holt's euch. Bisher waren alle sehr begeistert. Ja, genau, Thema Liebeskummer und wollte das auch verknüpfen mit den Angeboten, die ich habe. Liebeskummer ist halt Modul 0. Modul 0, weil, also eigentlich fängt man ja bei 1 an, Modul 1, aber manche kommen halt direkt aus einer toxischen Beziehung und haben sich gerade getrennt, deswegen Modul 0 sozusagen als Vorlauf, weil es ja diesen schlimmen, toxischen Liebeskummer gibt in diesen Beziehungen, so, ne? Also das ist ja schon so, dass die Beziehungen nicht gut laufen und die Trennungen laufen entsprechend auch nicht gut. Man kann ja denken, da läuft die Trennung gerade gut, aber es ist ja nicht so. Und weil man, toxische Beziehung ist ja fast ein, also nicht nur, aber auch ein Synonym für so Suchtbeziehungen, Liebessucht, meine ich damit jetzt, wo man aufgrund von so heiß-kalt und Achterbahn und on-off und wo man jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber so eine starke Abhängigkeit entsteht von diesem Partner und wenn man da rauskommt, ist man vielleicht kurz, fühlt man sich besser, so 1-2 Wochen und dann setzt dieser ja total ätzende Liebeskummer ein und dann ist auch häufig der Moment, wo dann der Minuspol, wie ich das ja dann so nenne, sich wieder meldet mit ich vermisse dich oder hallo oder ich bin krank, können wir mal reden oder irgendwelchen Varianten davon und man ja schnell erstmal gucken kann, wie da drin hängt so und Modul 0 bei mir auf liebeschi.de. Allermeisten Leute kommen darüber rein, glaube ich, dreht sich halt um diese Frage, was macht man dann, ne? Also es behandelt dieses ganze Thema, warum null Kontakt so wichtig ist. Immer wieder mit dieser Suchtanalogie, ne, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt aufhören will zu trinken und so weiter, macht das vielleicht auch nicht so viel Sinn, wenn ich dann auch weiter wenn ich mit Bier aufhöre, dass ich dann noch weiter Schnaps trinke, also das geht darum, was heißt überhaupt Nullkontakt, warum ist zum Beispiel auch Facebook-Stalken eben nicht Nullkontakt und genau, das schauen wir uns da alles mal gepflegt an in diesem Kurs. Dann gibt's noch das Thema, ich muss auch mal gerade reingucken in den Kurs, Bänder trennen. Also, ich wisst ja alle, dass ich nicht nur großer Freund der Psychologie bin, in allen ihren Schattierungen, sondern auch manchmal, ja, wenn man es so nennen will, spirituelle Aspekte mit reinnehmen. Und es gibt eben im Bereich Liebeskummer, gibt es eben diese Übung Bänder trennen, die aus dem spirituellen Bereich kommt und die für mich einer der ersten Sachen war, wo ich sagen würde, boah, Spiritualität hat da echt was zu bieten, weil diese Übung Bänder drin, also habe ich wirklich unzählige Nachrichten gekriegt, was für eine Wirkung die hatte,
was für krasse Auswirkungen die auch im Außen hat, weil das dann auch dieses Bändertrennen auch einen Einfluss hat auf euren Ex irgendwie so. Und ja, das ist einfach, und auch selbst wenn man nicht an mit Spiritualität nichts anfangen kann, was total in Ordnung ist, sage ich trotzdem, macht einfach die Übung und guckt einfach, ob sie euch hilft. Ne? Ich meine, was hilft? Das hilft irgendwie, ne? Fertig. Und diese Übung, die hilft einfach wahnsinnig viel. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel zu sagen. Es gibt zu dieser Übung jetzt in dem Kurs auch noch so vorbereitende Übungen, die man noch macht, wo man gleich so ein richtiges Mindset reinkommt, wie man auf diese Ex-Beziehung schaut. Und also dieses Bändertrennen hilft halt dabei bei diesem Phänomen, dass man vielleicht schon auf Nullkontakt ist, aber trotzdem das Gefühl hat, ich verliere weiter Energie jeden Tag. Ich fühle mich irgendwie weiter wie ausgelaugt oder ausgesogen und dieses Bändertrennen eben auf so einer energetischen Ebene dafür sorgt, dass dieser weitere Energieabfluss halt gestoppt wird. So ist eine sehr einfache Übung, aber unglaublich mächtig, kann ich aus einer Erfahrung sagen. Und wenn man seinen Ex nicht schon geblockt hat, was ich häufig empfehle, ist das der Punkt, wo der sich dann auch häufig nochmal meldet. Häufig direkt nach dem Bändertrennen oder einen Tag danach. Das ist wirklich unfassbar. Aber man sollte diese Übung natürlich nicht machen. Das verstehen manche, glaube ich, ist ein bisschen falsch. Damit sich der andere wieder meldet. Nein, ihr wollt ihn ja loslassen. Ne? Genau. Und aber ja, das ist halt die Übung Bänder trennen, so die es da gibt. So, dann ich gucke da mal gerade nochmal rein und dann gibt es halt die berühmte Rote Kreuzübung. Sag ich jetzt mal gar nicht so viel für. Da geht es darum, eben auch in Gedanken auf Nullkontakt zu kommen. Das kann man so richtig üben. Und Rückfallprophylaxe. Und da gibt es noch ein Thema, was man ja häufig hat bei so krassen Liebeskummer, mit dem Ex vom Sockel stoßen, was glaube ich ganz wichtig ist. Und ja, und man kann auch mal dann nochmal eine Auswertung machen zu diesem Kurs. Genau. Das ist Modul 0, das ist Thema Liebeskummer. Also Liebeskummer ist, wenn man da durchgeht und auch dann nicht gleich wieder reingeht in eine neue toxische, vielleicht toxische Beziehung und überhaupt einfach diesen Liebeskummer mal aushält und Single bleibt eine Zeit lang, ist wirklich ein großer Teil des Weges der Umprogrammierung des Liebeschips, was ja quasi heißt, sein Beuteschema zu verändern, in glücklichere Beziehungen zu kommen. Und ja, das ist mein zweithäufigst verkauftes Programm, Modul 0. Schon super viele Menschen gebucht und für hilfreich befunden, kann ich aus den Auswertungen sehen. Und ja, ist einfach ein super Einstieg in mein Programm. Genau, soweit mal heute dazu. Es gibt ansonsten auch noch die Wohlfühl-Challenge als ganz neues Programm, was bei mir losgeht am 20. April. Kannst du gerne mal reingucken, gibt es gerade zum Frühbucherpreis. Und wann lade ich das Video hoch? Am Sonntag, glaube ich. Sonntagabends sehen wir uns auch gern auf Twitch. Ich werde jetzt erstmal diese Serie weitermachen und die fortgeschrittenen Zuschauer kommt gern in die Live-Geschichten rein. Ich werde da jetzt auch auf Twitch bin ich ja immer sonntags und dann auch jetzt wieder mittwochs, wie üblich, und auf YouTube ist das jetzt geplant, immer Freitagabends, so ein bisschen später vielleicht, 20, 30, 21 Uhr, müsst ihr mal gucken dann. Genau, wunderbar und wir werden es wiedersehen. Ja, Thema heute ist, ja, Affären und Liebessucht, Dreiecke. Falls ich das auf 110 mache, ich werde es immer wieder sagen, immer wieder, auch für die Neuen, für die Alten, keine Dreiecke. Wenn ihr meint, weil ja, wie alle haben wir unsere Bühne aufgebaut, unsere Stage. Wir können auch so, wie wir es wollen. Wenn ihr meint, ihr kriegt das in den Dreieck und seid eigentlich nicht so der offene Beziehungstyp, macht es. Ja, ist eure Entscheidung. Aber wenn ich jetzt hier so eine Mail kriege, wieso funktioniert das nicht, kann ich nur immer wieder sagen, Dreiecke funktionieren nicht. Ich, ja, es ist manchmal, ich weiß da gar nicht, was ich noch sagen soll. Aber wir sprechen es nochmal durch. Also, ich bin übrigens echt verschnoddert, ziemlich erkältet. Sorry dafür.
Hallo Christian, ich war 1,5 Jahre die Geliebte eines verheirateten Mannes. Oh, Leute, irgendwann will ich solche Sätze nicht mehr lesen. Ich will, dass ihr wisst, es funktioniert nicht, 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 es funktioniert nicht. Wir kennen uns schon länger und hatten schon damals ein Jahr eine Affäre. Nachdem er mich aktiv gesucht hat, haben wir uns wieder ineinander verliebt. Ja, jetzt kommt so ein Text und man schreibt ja diesen Text, wenn man denkt, es wäre so was Besonderes, was jetzt kommt, so eine besondere Geschichte. Aber in Wirklichkeit, das ist für mich manchmal so deprimierend fast, dass toxische Beziehungen immer gleich ablaufen. Es ist immer gleich, es ist immer gleich. Und ich weiß, dann viele Menschen, die wollen, ist ja auch in Ordnung, wollen natürlich gehört werden und so alles erzählen. Und eigentlich weiß man nach 2 Minuten schon, ja, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Es ist so deprimierend manchmal. Ich würde ja auch gerne was anderes sagen, aber ich kann nichts anderes sagen. Wir haben uns relativ oft auf Dienstreisen gesehen. Wir waren in den Metropolen Europas und einigen Städten in Deutschland. Zeitweise im Abstand von 1 bis 2 Wochen. Ja, was auch immer jetzt kommt, das spielt keine Rolle. Das ist ein Dreieck. Und wir müssen mal so einen Unterschied finden zwischen Spaß und Freude. Also natürlich macht das Spaß, also so ein Irrsinns-Spaß, aber gut, es macht Spaß. Oder ist es schön, in einer Affäre zu sein, aber es ist eigentlich nicht schön. Also es ist eigentlich nicht Freude. Ne? Freude ist, ich habe das neulich bei Tobi Beck gehört, Freude ist, wenn man nachts nicht einschlafen kann, wenn man sich so freut über sein Leben, weil das Leben so geil ist. Das ist Freude, aber das ist hier Spaß und auch ein ziemlich toxischer Spaß. Außerdem beteiligst du dich daran, dass dieser Mann fremd geht. Für dich, ich meine, ich weiß, sie sind nicht alle so spirituell unterwegs, aber könnte ich auch mal drüber nachdenken, ob man dann nicht auch nochmal in die andere Rolle kommt. Und was ich auch immer gerne Leute sage, jetzt nehmen wir mal, ihr kommt jetzt zusammen. Willst du mit einem Mann zusammen sein, der völlig ohne Probleme fremdgegangen ist mit der Frau vorher? Was meinst du, was der mit dir macht? Jetzt denkt man natürlich immer, nein, bei mir ist das anders. Alles anders bei mir. Ja, aber ist deine Entscheidung. So, nur als er Urlaub gemacht hat und Weihnachten dann natürlich nicht. Ich habe in der Zeit sehr oft gelitten. Warum will man, das ist, ja, also warum ist klar, ist Liebessucht, ne? Aber man muss jetzt immer wieder klar machen, weil es ist, als wenn man den Verstand ausschaltet in diesen Beziehungen. Ne? Ich meine, ich habe das früher auch mal gemacht, ich verstehe das durchaus. Jetzt, wo ich so relativ viel Abstand dazu habe, denke ich immer, oder auch über mich selber, wie kann man das machen? Der Verstand sagt einem eigentlich, es ist völlig sinnlos, aber die Emotionen, aber das hat mehr mit einem selber zu tun, mit den vielleicht leeren Eimern und Biografie und vielleicht auch eine gewisse Thrill. Sucht will ich jetzt nicht sagen, aber naja, Sex ist gut, aber warum ist der Sex gut? Weil der Sex ja auf Angst basiert, ne? Ja. Da immer wieder zur Familie zurück ist. Ja, es ist halt ein Dreieck. Er hat 2 erwachsene Kinder, die Ehe beschrieb er als eingeschliffen, sexuell wollte sie nie das, was er wollte. Woher weißt du das? Das frage ich auch alle Leute. Ich kriege ja haufenweise E-Mails für den Thema. Woher weißt du das? Und ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht hellsehen, aber ich habe viele Leute haben mir geschrieben, die dann irgendwann mal rausgekriegt haben, was die Realität war. Und da war das überhaupt nicht so, dass die keinen Sex hatten in der Ehe, sondern die Frau einfach von nichts wusste und die hatten durchaus viel Sex und das war alles gut. Und ja, du weißt es nicht. Die Ehe, ja, mit der Zeit wurde unsere Affäre sehr intensiv. Ja, die sind die immer, das ist ja das Problem. Und er entschloss sich, zu Hause zu outen. Das sind alles Worte. Ich meine, ich gebe ja zu, dass ich hier mit den ganzen E-Mails vielleicht ein bisschen pessimistisch werde, aber woher weißt du das, dass er sich zu Hause outet? Das dauerte dann zwar noch einige Monate. Ja, also es ist ein klassischer Fall von Future Faking. Es ist, was ist Future Faking? Future Faking ist, wenn ich dem Partner irgendwas verspreche, was der gerne haben möchte in der Zukunft, die nie eintritt, um jetzt das zu bekommen, was ich jetzt haben möchte. Was möchte dein Affärenpartner jetzt haben? Sex und Aufmerksamkeit. Wenn er dich wirklich lieben würde, meinst du, er bräuchte Jahre, um sich dafür zu entscheiden? Wie gesagt, ich ist immer nur so eine kurze E-Mail, aber würde ich mal drüber nachdenken. Ne? Er hat ihr gesagt, dass er mit mir zusammen sein will, dass er mich liebt, dass es eine gewachsene und reife Beziehung sei. Wir sind etwa gleich alt, seine Frau vermutete, dass er eine junge Frau sei. Das spielt alles keine Rolle. Im Zuge dessen gestand er ihr, dass er schon mal eine Affäre hatte. 10 Jahre. Oh.
Ja. Also ich, mir steht es ja nicht zu, Leute, ich will auch gar nicht, wir alle wurschteln uns hier rum auf dem Planeten, aber ich meine, das kann jeder bewerten, wie er will, aber das ist, wie dein Partner ist, das ist, wie er ist, so ist er. Er hat auch vor dir schon mal 10 Jahre eine Affäre gehabt. Und jetzt mit dir, und das wird die nächste Frau kommen, er ist so. Aber mit dieser Frau wollte er nicht offiziell zusammen sein. Ja, mit dir auch nicht. Er sagt, er hätte es ihr immer wieder gesagt, damit sie sich jemand anderen suche. Verstehe ich nicht. Ich glaube das auch nicht. So, nachdem er sich geoutet hatte, flippte seine Frau aus. Er hoffte, sie schmeißt raus, aber das tat sie nicht. Das weißt du alles nicht. Also vielleicht schreibst du mir jetzt, dass du es doch wusstest. Okay, aber... ja, ich würde mal behaupten, du weißt es nicht. Also es ist natürlich einfach ein Erfahrungswert von mir, von x Geschichten, die ich so gehört habe. Aber natürlich, vielleicht bist du der absolute Einzelfall, aber wenn man jemanden liebt, dann will man doch mit dem zusammen sein, oder nicht? Ich meine... So, sie wusste wohl einige Zeit nicht, obwohl sie ihn doch noch rausschmeißen wollte, aber dann hat sie sich komplett verändert, wurde zuckersüß und macht alles, was er wollte. Ja, wie auch immer. Also offensichtlich liebt er dich nicht so, dass er sich trennen will. Also es sind diese Worte, ich weiß, das hört sich immer so ätzend an. Also Worte sind wunderschön, wenn die Taten dazu passen, aber ohne die passenden Taten kann er auch dir ein Backrezept vorlesen. Das ist genauso interessant, wie was er hier sagt. Das ist nicht interessant, weil die Taten nicht passen, ne? Ja. Sie verarbeiten eine Stillhaltephase, ist auch mal so typisch. Ja, ich gehe jetzt noch nicht, aber wenn die nächste Kirschblüte ist, wenn ein Zeppelin über unser Haus fliegt, ich gehe, wenn ich mal irgendwann zwischen 10 und 11 ein vierblättriges Kleeblatt finde. Es spielt keine Rolle. So. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu hart, aber ich will dich einfach aufrütteln, dass du es das vielleicht doch alles ein bisschen anders ist, als du gedacht hast. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ich weiß, wie das ist. Es gibt x Leuten da drin, so ist es total kacke, aber es ist im Grunde genommen, dass man einen Teil von sich selber einfach ausgeschaltet hat, ne? So sein Alarmsystem, ne? Und alles drauf auf seine Emotionen gibt. Aber Emotionen, ja, die werden häufig auch getriggert durch Angst und dass der andere nicht verfügbar ist und dann nur Sex und ja. So, also Stillhaltephase sollte 3 Monate gehen und jetzt wollen wir mal schauen, ob das dann geklappt hat. In dieser Zeit wurde er komplett umgedreht und wusste nicht mehr, was zu tun ist. Es ist nicht, dass er komplett umgedreht wurde. Er wollte es von vornherein nicht. Also es ist meine Meinung. Ich meine, du wirst jetzt bestimmt sagen, doch, er wollte es, aber können wir wieder runterbrechen auf, er hat dich nicht genug beliebt dafür. Und vielleicht sogar belogen, weiß ich nicht. Er sagte ständig zu mir, er müsse sich entscheiden, er sei innerlich zerrissen. Ich sage dir, alle Leute, die eine Affäre haben, haben so ein geheimes Buch. Es sind immer die gleichen Sprüche. Es sind immer die verdammten gleichen Sprüche. Das ist, was mich manchmal so verzweifeln lässt hier auf meinem Job. Es ist immer das Gleiche. Es ist so schrecklich, echt. Ja, er ist so zerrissen. Ja, bis er dann nach 6 Wochen sagte, er könne sich nicht trennen, ja. Deswegen, wenn ihr mal doch so eine Situation habt, Standards und Dealbreaker. Was ist der Dealbreaker? Du bleibst bei der Frau. Du sagst, du bist in einem Monat da raus, hast dich getrennt, nachprüfbar oder ich bin weg. Das ist, also wenn man schon mal irgendwie rutscht in so ein Dreieck, kann ja mal passieren, sofort einen Dealbreaker setzen, sofort. Also dann passiert das gar nicht erst. Dann sagt man vielleicht, ja, aber der andere ist so nett. Ja, aber dann seid ihr zu abhängig von Beziehungen. Ist so. So, da ich mir kurz vorher gesagt hatte, dass ich mit seiner Geliebte bleibe, super, endlich, habe ich sofort reagiert und gesagt, was es dann wohl war. Er war aber rumpelt, wollte nochmals Bedenkzeit, oh mein Gott. Ja. Dann wollte er erst, wenn wir mit der Affäre weitermachen, ja, es ist Future Faking vom Weizen, es ist einfach das, was er will, auch wenn du es, glaube ich, nicht machen willst. Aber ohne Ansprüche an eine gemeinsame Zukunft. Ja, da haben wir es ja wieder. Toxische Beziehungen führen zu Freundschaft plus. Toxische Beziehungen führen zu Freundschaft plus. Auch das sage ich wie ein Muli seit Jahren. Hoffe, dass ich irgendwann durchdringe, weil da wahrscheinlich bist du neu hier, ist alles gut. So.
Ja, dann hattest du echt schlimmen Liebeskummer, total verständlich. Dann halt dieser ganze Frust, dieses Versuchen, ihn zu verstehen, was anderen so hält und was ist denn mit ihm und warum macht das nicht. Die sind echt gefährlich. So Dreiecke sind echt gefährlich. Die sind echt gefährlich. So, jetzt geht es einigermaßen super. Mach den Liebeskummerkurs. Und Modul 1 und Modul 2 und 3. Das ist alles da bei mir. So. Oder mach eine Therapie oder beides, was weiß ich. Es ist jetzt 4 Wochen her, da ich mir in den letzten Tagen sagte, dass es sich erst melden soll, wenn es etwas Positives für mich habe. Ja, das ist zumindest schon mal die richtige Richtung. Schrieb er als letzte Mail, ich hätte ihn zu einer definitiven Entscheidung gezwungen. Ja, so, was hat das jetzt mit Liebe zu tun? Was hast du ihn denn gezwungen? Du hast gesagt, das entspricht nicht meinen Standards, was hier passiert. Das ist doch kein Zwingen, er kann doch gehen. Ist doch seine Sache, ne? Und du musst ihn halt gehen lassen dann, ne? Aber ich glaube, das Universum hat was Besseres für dich parat, ehrlich gesagt. Was viel Besseres. Ne? Man muss halt dem Universum ja sagen, ich will so einen Scheiß nicht mehr haben, ne? Sonst bringt es das immer wieder. Und das wirst du auch irgendwann als vielleicht doch nicht so toll sehen, glaube ich. Weil vielleicht hast du das Gefühl, du hättest ihn geliebt, aber du hast einen Menschen geliebt, den es vielleicht so nie gegeben hat. Das ist ja immer so, dass man so eine Fantasie hat, wie so ein Mensch ist, aber den du auch lieben konntest. Aber passt das zu deiner Fantasie hier? Kannst nur du wissen. So, ich kann es nicht verstehen, dass er mich sich einfach so aus meinem Leben gehen lässt. Ja, ich denke, hab da genug zugesagt. Also ich, für mich ist das absolut vorprogrammiert. Wir haben uns, also er lässt dich gehen, weil du jetzt Standards setzt, aber das ist total gesund, was du da machst. Das ist echt super. Also ich gratuliere dafür. Ich weiß, das ist schwer. Aber du machst das einzige Richtige und du beendest diese ätzende Kacke. Sorry. Und das ist genau richtig. Und das wäre ewig so weitergegangen. Ewig. Und du wärst, hättest dich immer schlechter gefühlt. Also, ist gefährlich. Echt. Wir haben uns wirklich geliebt, ja, gut. Er wollte mit mir zusammen alt werden, also meiner Ansicht nach. Naja, gut. Ich weiß es nicht, ist nur eine Mail, aber ich könnte ja mal ihr gerne kommentieren darunter, ob ihr sowas glaubt dann. Ich meine, wenn man alt werden will, dann macht man es doch. Dann, aber ich habe das auch mal, ich war ja auch mal in so einer toxischen Beziehung und sage, ja, ich will dich heiraten, ich will dich heiraten. Und ja, und es war auch alles. Aber das wusste ich damals auch schon alles Quatsch und ich habe mir immer einen Spaß gemacht und gesagt, ja prima, hier, komm, Standesamt, uns Aufgebot bestellen. Und dann, oh was, nee, ja, das ist eine Scheiße. So, so. Also müsste ich denken, ich kenne das alles nicht. Es ist bei mir nur so lang her, also lang genug zumindest, dass ich mich da selber nicht mehr rein, fast echt Schwierigkeiten habe, mich daran zu denken. Und so soll, darüber sollte ihr auch hinkommen. So, und erst. Er hat schon nach Wohnung für uns geschaut. Ja, meiner Ansicht nach ist das wieder Faking. Du kannst ja schauen, du musst es nicht machen. Du kannst alles möglich machen. Guck mal, du kannst in der Zeitung rumblättern. Vielleicht glaubt er sich selber sogar, aber nochmal, die Fakten stimmen nicht. Also wenn dir jemand, weiß ich nicht, mit dem Hammer auf den Kopf rumhaut und er sagt, nein, ich will nicht mit dir auf dem Hammer im Kopf rumhauen, sowas mache ich nicht, aber er macht es. Was glaubst du denn dann, seinen Taten oder seinen Worten? Was ist denn passiert? Das ist alles nichts mehr erzählt. Ich denke, es ist überhaupt nichts Spezielles passiert. Du hast nur deine Standards gesetzt und nochmal dafür beglückwünsche ich dich. Ne? Ja, ist auch nicht reumütig zu seiner Frau zurück, sonst hätte er mir doch nicht das Angebot gemacht, so weiterzumachen. Ich glaube, du siehst ihn ein bisschen zu positiv, aber das ist nur meine Meinung. Ich glaube, das ist genau das, was er gut findet. Schon die Höhle zu Hause und ein bisschen Spaß woanders. Aber vielleicht bin ich zu pessimistisch von den ganzen Mails, die ich immer kriege. Er sagte, sie schluckt alles, ja, das glaube ich. Nur damit er bei ihr bleibt. Ja, und du solltest das nicht machen. Jetzt hat er nur noch sein vertrautes Elend da. Ich glaube nicht, dass es so elend ist. Ich bin nun weg. Das war eine Horrorvorstellung für ihn. Ja, das ist vielleicht nicht schön oder hängt vielleicht an dir, aber er, nochmal, er liebt dich nicht so, dass er das macht, was er sagt. Er sagte, wenn ich zurückgehe, dann wird alles so, wie ich es nicht mochte, und dann bist du weg. Ja, ist doch seine Entscheidung. Genauso ist es jetzt. Ich bin weg. Meine Frage ist, warum er sich dann geoutet hat. Ich würde es gerne glauben, aber es fällt mir schwer.
Und selbst wenn er irgendwas gesagt hat, war es, glaube ich, nicht so, wie du denkst. Das hat im Endeffekt nichts gebracht. Er hat mich nicht mehr und seine Frau vertraut ihm nie wieder. Das weißt du alles nicht. Und ob er sich nicht wieder jemand anders sucht, weißt du auch nicht. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da einfach zu negativ. Der Konflikt daheim schwelt ständig. Das kann doch nichts mehr werden mit den beiden. Not your fucking business. Du bist da raus. Glückwunsch. Bleib da draußen. Mach die Kurse. Frag deine Freundin, ob du da zurück wieder rein sollst. Der wird sich garantiert wieder melden. Ich kann dir nur raten, nutze deine Lebenszeit für was anderes. Ja. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. Eine Frage von einer Zuschauerin, die ich hier beantworten werde. Könnt auch solche Fragen anschmeißen über ein Formular auf liebeschip.de. Denk noch an den Wutkurs, ne, zur Frühbucherpreis noch. Und vielleicht sehen wir uns auf der Liebeschip-Party in München. Würde mich sehr freuen. Finde ich ja auch Eventim. Und dann fangen wir mal an. Heute geht es darum, ja, dass man, ja, also ein Paar, was so, ja, vielleicht irgendwie eine zweite Runde dreht, in 50ern zusammenkommt und aber wieder nach so einer typischen Zeit, sag ich mal, 200 plus Tage, ein bisschen mehr, irgendwie auseinanderfällt und ja, was denn da so passiert ist. Schauen wir mal. Hallo Christian, ich muss dich heute mal wieder kontaktieren. Danke, dass du meine E-Mail hier beantwortest. Ich befinde mich in einem grausamen Liebeskummer. Mein Freund und ich, beide Anfang 50, waren 11 Monate zusammen. Genau, wir haben auch deine Videos geschaut, unsere Ex-Beziehung und Ehen zusammen aufgearbeitet und waren sehr glücklich, uns gefunden zu haben. Wir trafen uns 2022 online und hatten erst eine knapp einjährige Freundschaft, bevor wir zusammengekommen sind. Er machte noch eine Schleife mit seiner Ex-Frau. Ich hatte eine 3 Monate toxische Beziehung und ja, wir blieben immer in Kontakt und trafen uns manchmal zum Kaffee. Als wir zusammenkamen, stimmte alles. Wir hatten ja schon viel voneinander. Er bedankte sich bei mir, dass er durch mich seinen Selbstwert nach seiner 10-jährigen On-Off-Ehe wiederfand. Uns verbanden all der Zeit gemeinsame Unternehmen, Urlaube, romantische Abende auf dem Sofa. Weihnachten unserer Familien, unsere Söhne sind gleich alt und verstanden sich super. Ja, also hört sich natürlich nach einem super Start an. Letzten Endes sagt das aber nicht unbedingt was aus über die Zukunft. So, ne? Also natürlich ist das jetzt ein guter Start. Aber so richtig kennt man Menschen eigentlich erst so nach einem Jahr, sag ich mal, ne? Wenn man mal einmal so alle Jahreszeiten durch hat und so der Schwung von der ersten Verliebtheit weg ist, also dann kann man eigentlich erst so richtig gucken. Das heißt jetzt auch nicht, dass hier, wenn das jetzt gleich irgendwie in eine andere Richtung geht, irgendjemand irgendwas falsch gemacht hat oder so. Das lernt halt ein Mensch erst beim Dating kennen, so, ne? Deswegen sollte man auch nicht, das macht man also gerade, wenn man vielleicht, wenn du sagst, hier toxische Beziehungen, wenn man vielleicht auch so zum Pluspol neigt oder so, sollte man nicht zu sehr, ist zumindest meiner Meinung, nicht zu sehr in die Zukunft gucken, ne? So im Hier und Jetzt bleiben, nicht so, ah prima, jetzt reiten wir auf unseren Pferden einen Sonnenuntergang und alles wird super bis 90 und man sollte immer so im Hier und Jetzt bleiben, okay, das Date war jetzt gut, das war auch wieder gut, gucken wir mal weiter, also so eine, ich will jetzt nicht sagen distanziert, das wäre jetzt falsch, aber so eine irgendwo neugierige Haltung haben und ihr solltet immer wieder dran denken, die Beziehung sollte ein Plus sein, es sollte nicht irgendwas sein, wo euer Glück jetzt so tierisch von abhängt, so, ne, sondern es sollte immer irgendwas sein, ja, schön, dass ich eine tolle Beziehung habe und wenn nicht, würde ich mal ein nice, geiles Leben leben und ja. So, ich fühlte mich aufgehoben, gewertschätzt, fühlte sich alles stimmig und kompatibel an. Er schrieb mir 10-mal am Tag und wir telefonierten täglich, sahen uns immer mittwochs und am Wochenende Fernbeziehung. Ja, ja, alles gut. Ich meine, klar, 10-mal am Tag ist eine Menge. Manchmal geben, ich meine, er kommt aus einer 10-jährigen On-Off-Beziehung. Das heißt, er ist auch eine Menge Drama gewohnt. Vielleicht haben er oder beide auch so, soll ich mal sagen, Bindungsverlustangstthemen irgendwie. Und ja, er gibt jetzt hier Vollgas. Das heißt aber nicht, dass das so weitergeht, ne? Dass Menschen das so durchhalten können, wenn dieser Übergang von Dating in eine normale Beziehung kommt. Ja, ist vielleicht sogar
fast ein bisschen viel, aber das alleine ist jetzt kein Anhaltspunkt wirklich so. Ja. Am Wochenende kümmerte er sich liebevoll um mein Haus und Garten, war absolut fleißig und brachte sich mit eigenen Ideen ein. Ja, ich fühlte mich wohl und bedankte mich oft bei ihm für sein Dasein. Zu seinem 50. Geburtstag Anfang des Jahres schenkte ich ihm eine Woche Urlaub im Wadi Rum in Jordanien. Da sein größter Traum war, mal in die Wüste zu gehen und dort Touren zu unternehmen. Er freute sich genauso auf den Urlaub wie ich. Dieser sollte hätte jetzt kurzfristig, also vor kurzem stattfinden sollen. Mitte April empfand ich dann, dass er sich einige Wochen körperlich zurückzog und hatte dann an einem Wochenende meinen Mut zusammengefasst und ihn gefragt, ob es etwas gibt, was ich wissen sollte. Er schritt alles ab, als wäre es wie immer. Es hätte damit zu tun, dass er zwei Wochen krank war und er küsste halt nicht und hätte auch keine Lust auf Bettsport. Das war mir etwas zu dünn, denn ich sprach von 7 Wochen Rückzug. Ja, da haben wir wieder die typischen 200 Tage doch letztlich mit so ein bisschen hinten dran noch. Ja, also ich denke mal, er konnte einfach, es gab ja auch ein gewisses Tempo jetzt in eurer Beziehung, konnte er einfach nicht halten. Vielleicht ist er latent bindungsängstlich und dann ist das eine Riesenhürde. Ne? Und wie gesagt, er kommt aus einer 10-jährigen On-Off-Beziehung. Das heißt, er ist das gewohnt, dass Sachen auseinanderfallen und dann vielleicht wieder zusammenkommen. Vielleicht konnte er das da auch schon nicht und weißt du vielleicht besser als ich. Und da kannst du nichts machen, ne? Das ist... Ist, wie es ist, ne? Klar, man kann jetzt immer gucken, so was da hier auch so ein bisschen den Pluspol wieder. Und wie gesagt, man kann, auch wenn viele Pluspole, auch wenn die jetzt nicht mehr so narzisstische Menschen auswählen, kann man immer noch in Schwierigkeiten kommen mit bindungsängstlichen Menschen. So, das ist natürlich auch eine Sache, wo man manchmal nochmal durch muss. Man kann immer überlegen, bin ich irgendwie, habe ich zu hohe Erwartungen gehabt, war ich vielleicht zu needy, aber das will ich jetzt in keinem Fall unterstellen und ich will auch nicht sagen, dass das jetzt anders gelaufen wäre. Deswegen nur, dass man natürlich immer guckt, wo kann ich noch dran arbeiten. Da kann man immer, lohnt sich immer mal zu gucken. Und Beziehungen nicht zu wichtig zu nehmen, das hilft Beziehungen ungemein so, ne? Aber wie gesagt, das kann auch mit einer guten Wahrscheinlichkeit überhaupt nichts mit dir zu tun haben. So, ne? Würde ich sogar eher, also tendiere ich auch definitiv zu. So, er reagierte sehr gekränkt. Ja, also das verstehe ich jetzt schon nicht. Also du stellst ja eine völlig normale Frage. Und er ist jetzt so, wie kannst du das fragen? Also worauf deutet das hin? Auf mangelnde Kommunikation. Also er sagt dir nicht, was wirklich ist, sondern sagt so, wie kannst du nur fragen? Also wie kannst du nachfragen, wenn wir in der startenden Beziehung, die mal gerade ein halbes Jahr läuft, wenn wir da 7 Wochen keinen Bettsport haben, wie kannst du dann nachfragen? Ja, das ist natürlich keine gute Kommunikation, ne? Ja. Es war kein Rankommen mehr, noch mehr keine gute Kommunikation. Ich wollte den Streit gütlich beenden, aber es ging nichts mehr. Er zog sich an und fuhr nach Hause. Ich bekam Angst. So, es geht schon wieder so der übliche Scheiß los. Er zieht die Mauern hoch und das triggert jetzt dein Bindungssystem, das fährt jetzt hoch und das sind all die Sachen, die können mal passieren natürlich und passieren auch in langfristigen Beziehungen, aber wie gesagt, guck doch mal in mein Buch rein, ist ja hier eingeblendet, gibt es jetzt übrigens auch auf vielen anderen Plattformen als Hörbuch und E-Book, bei Thalia, Hugendubel, whatever, aber auch nach wie vor auf meiner Webseite. Ja, also es geht der übliche Scheiß wieder los und ja, ist jemand, der dann doch jetzt, zumindest an diesem Punkt, nicht mehr emotional zugänglich ist für dich, ne? Ich muss sagen, ich denke immer viel, was liegt an diesen ganzen Mails, die ich mal lesen muss hier. Ich denke halt auch immer, okay, was könnte denn noch sein? Und da fällt mir natürlich gleich ein, dass vielleicht auch jemand, vielleicht ist die Ex-Frau wieder auf dem Trapez. Ich meine, das ziehen die ja schon seit 10 Jahren durch und in eurer Kennenlernphase war das auch normal. Warum sollte die nicht wieder da sein? So, ne? Es ist natürlich ein bisschen sehr plötzlich alles. Vielleicht hat er sich ein bisschen entliebt und dann wieder das nächste Drama gesucht. Aber letzten Endes wissen wir es nicht und ist halt das Problem, diese mangelnde Kommunikation hier, ne? Dass er nicht wirklich offenlegt, was ist so, ne? Ich bekam Angst und fuhr am gleichen Abend nochmal zu ihm, weil mich das so beunruhigte und ich mich wieder vertragen wollte, aber er schickte mich wieder
zurück. Ja, ich meine, du hast ja nichts falsch gemacht. Also wenn, sollte er sich vertragen wollen. Also ich kann euch nur allen raten, ich weiß, das hört sich so unromantisch an, da irgendwie kühler ranzugehen so und da hinzukommen an so einem Punkt. Könntest auch mal meinen Verlustangstkurs reingucken, weil Verlustangst entsteht eigentlich nie, wenn man Single ist oder so, ne? Oder wenn man einen verfügbaren, stabilen Partner hat, die entsteht immer nur, wenn der Partner plötzlich irgendeinen Kram macht, so, ne? Und klar kann man auch eine eigene Anlage dafür haben und selber ein Thema damit haben und zu verlustängstlich sein, also absolut, natürlich, das ist auch häufig so, so ein Mischding. Aber ich kann euch nur beraten, so zu versuchen, ich weiß, das geht nicht von heute auf morgen, ne, an so einen Punkt zu kommen. Deswegen auch habe ich auch viel Content oder auch Kurse so zu nice geilem Leben und so, dieses an so einen Punkt zu kommen, wo du sagst, hey Gott, jetzt ohne Beziehung ist mir auch scheißegal, was soll's, ey. Also, und ach Gott, der zieht sich jetzt zurück, okay, ja, kein Bock auf Drama, weiß ich nicht, soll der wieder ankommen. Also zu so einem inneren, stabilen Punkt zu kommen, natürlich hat man immer noch Liebeskummer und ist aber, das ist dann nicht mehr so ganz umhauert so. Ne? Aber es ist ein Prozess, ne? Das weiß ich schon. Und jede Trennung bringt einem diesen Prozess näher auf jeden Fall. Stärkt die Trennungskompetenz und ja, was sollst du da machen? Du hast ja nichts falsch gemacht, ne? Also ich finde, da muss er die Arbeit machen, ne? Aber dass du da jetzt hinterherfährst, zeigt, dass dein Bindungssystem, ne, jetzt angetriggert ist, ne? Irgendwann heißt es dann noch, du stalkst ihn, also, aber ist natürlich völlig in Ordnung, da jetzt mal hinzufahren. So. Meine, er hat ja bis hierhin auch nicht viel falsch gemacht, er hat sich einfach nur zurückgezogen, so, ne? So, was hat er dann gesagt? Aber er schickte mich wieder zurück, ja. Er könne nicht umschalten und wüsste nicht, wie es weiterginge. Ja, Übersetzung ist, hat mich komplett entliebt und die Gründe kommst du leider nicht zu hören. Und ja, kann man nur annehmen, ne? Ist ja auch kein gutes Beziehungsverhalten, nicht entweder seine Bindungsangst zu schildern oder was wirklich der Grund ist, so, ne? Das weißt du halt jetzt nicht, ne? Ich war fassungslos, mir brach es das Herz. Am nächsten Tag kam eine Nachricht, dass er nachgedacht hätte, mich natürlich noch liebe. Ja, also dann wäre er jetzt bei dir. Und er nichts beendet und wir wollten uns am übernächsten Tag sehen und reden. Dann kam aber nichts mehr. 24 Stunden später beendete er telefonisch die Beziehung und sagte, es täte ihm leid um den Wüstenurlaub, aber er käme nicht mehr mit. Also für mich, also vom Bauchgefühl her, aber das muss überhaupt nicht stimmen. Auch dieses Hin und Her, dass er dann sagt, nee, ich will das nicht beenden und am Ende das doch. Ich muss leider sagen, es spricht doch dafür, dass da jemand anders, traue es mir nicht zu sagen, jemand anders auf dem Trapez ist, weil sonst, warum nicht nochmal reden, warum nicht nochmal gucken? Also wenn das so, ich meine, vielleicht ist es so und er will dann auch nicht dich in eine blöde Situation bringen, will auch, kennt ja mein Content scheinbar auch, will auch kein Dreieck haben und sagt dann lieber ganz schnell, nee, ich kann das alles nicht mehr, will dich aber auch nicht triggern mit, ja, sorry, meine Ex-Frau hat wieder angerufen oder ich weiß nicht was. Und dann kommt es zu sowas. Das kann man nur annehmen, da kann ja niemand dazu zwingen, dass er mehr sagt. Aber letzten Endes, ja, kann man eigentlich nur sagen, ja, gut, dass es vorbei ist. Weil, also nur, dass jetzt, dass du mit deinem Partner meine Videos guckst oder sowas, heißt nicht, dass man seine Probleme jetzt ruckzuck im Griff hat oder manchmal guckt die ein Partner ja auch nur mit und hat gar nicht so einen wirklichen Impuls, an sich zu arbeiten und ja, man sollte immer auf seinem eigenen Journey bleiben, so, und nicht zu viel nachdenken, was andere machen und ja. Ja, und so einen gemeinsamen Urlaub absagen. Na gut, aber was willst du machen? Also, da gibt es sicherlich einen Prozess, der schon länger läuft. Hat er nicht kommuniziert. Und so ein Urlaub absagen ist natürlich, ist schon echt ein Statement, so, ne? Ja. Er meldet sich nicht mehr, informiert die nächsten Tage Familie und Freunde darüber, dass er sich getrennt hätte, ohne nochmal ins Gespräch zu gehen. Er muss es auch nicht, er ist nicht verflüchtet dazu, ne? Er schrieb meinem Sohn liebevoll, dass ihm leid täte und dass er ihn unfassbar gern hat. Ich ließ ihm 5 Tage Zeit, seine Entscheidung zu überdenken. Dann musste ich die Reise auf eine Freundin umbuchen, die Gott sei Dank mitkam und mir half, über die Wochen zu kommen. Es war einfach nur schmerzhaft und tränenreich. Ja, also alles ist total verständlich. Trotzdem, ich würde wirklich, also das Ziel sollte sein, an so einen Punkt zu kommen, wo man einfach einmal kurz überlegt, ja,
habe ich was falsch gemacht? Nö, glaub nicht. Oder ja, okay, vielleicht nächstes Mal würde ich vielleicht ein bisschen weniger Gas geben oder keine Ahnung. Und das dann abzuhaken. Ne? Also man kann da hinkommen, weniger Liebeskummer zu haben, weil man das einfach nicht mehr so wichtig nimmt. Und weil man auch vielleicht sagt, ja gut, also so wie er kommuniziert und dass das schon nach ein paar Monaten so ein Problem gibt, ja, hatte eh keine Zukunft und ja gut, next. Also weiß nicht, was da jetzt in deinem Kopf vorgeht, ob du ihnen da denkst, das war jetzt so die letzte Cola vor der Wüste. Ist es nicht, ne? Vor der Reise schrieb er mir noch, tut mir leid, lass uns nach deinem Urlaub mal in Ruhe reden. Pff, worüber reden, wenn er keinen Bock mehr hat, dich zu sehen, weiß ich nicht. Ich bin nun schon einige Tage wieder zu Hause, aber er ghostet mich. Ja, ich würde, also ich würde so jemandem keinerlei Aufmerksamkeit mehr geben. Nicht, dass der jetzt ein böser Mensch ist oder so, aber ich habe einfach keinen Bock drauf. Ich habe gedacht, okay, du willst dich trennen, fuck it, Nummer löschen, kein Bock, also wird gar nicht an so einen Punkt kommen, was ich denken würde, er ghostet mir. Ich würde denken, ich ghoste dich jetzt. Ey, pff, mach du, also wenn du meinst, das tut dir leid, dann kannst du dich ja melden. Also ihr dürft ja wirklich ein bisschen mehr von euch eingenommen sein, ein bisschen arroganter auch in so einer Situation, ne? In a good way so, ne? In der Woche, als ich weg war, besuchte er meine beste Freundin, deren Mann in den 10 Monaten ein sehr guter Freund für ihn wurde und erzählte dort, er könne nicht leisten, was ich erwarte. Das spricht wiederum für, ja, was soll man jetzt sagen? Nicht genug verliebt, Bindungsvermeidung, das ist ja meist, kommt ja meist aus Gleiche raus irgendwie. Aber du willst gar nicht überlegen, was mit dem ist. Er wollte, ich will dich nicht mehr sehen, fertig, das war's. Und klar, kann man jetzt ihm jetzt nicht verbieten, dass er einen neuen Kumpel trifft. Aber sowas richtig Handfestes ist es ja auch nicht, ne? Gut, ich verdiente etwas mehr als er. Er habe ein Haus und finanzielle Rücklagen. Wir haben meistens die Kosten geteilt. Das war nie ein Problem. Und er verdient als Bankgestellter auch sehr gut. Angeblich würde ich sein Auto zu klein finden, 5-mal im Jahr einen Urlaub wollen, was absoluter Quatsch ist. Würde teurer einkaufen als er, nur Bio. Und hilf feiger. Ja, aber was denn das, ich meine, das spricht man ja in der Beziehung an und nimmt es nicht als Grund, das zu beenden. Also für mich kommt das so vor als Rationalisierung, dass er jetzt, also dass er, das spricht jetzt wiederum dafür, dass, vielleicht ist es auch wirklich nicht jemand anders, dass er einfach nicht in der Lage ist, eine Beziehung jetzt über diese 200 Tage zu führen, im Moment, wo er im Moment steht und, wir wissen es letztlich nicht, ne? Und da jetzt irgendwie rationale Gründe sucht irgendwie und anstatt einfach zu sagen, ja, ich weiß auch nicht warum, ich habe mich einfach entliebt, keine Ahnung. Muss ich wohl mal bei mir gucken. Ist es jetzt deine Schuld oder was? Also er sagt ja noch nicht mal, dass du irgendwie zu needy oder irgendwie sowas. Das kommt ja noch nicht mal, sondern ja, ich habe mich getrennt, weil du nur Bio einkaufst. Sorry. Und du sagst ja noch nicht mal, es stimmt. Also und ja, du willst, selbst wenn du 5-mal im Jahr in Urlaub wolltest, dann kann er ja sagen, ja, kann ich nicht. Das dafür kommuniziert man ja in einer Beziehung, ne? Und weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also dann sagt man eben, ja, ich komme nur 3-mal mit. Wo ist das fucking Problem, ne? Er wüsste, dass er hätte einiges ansprechen sollen. Das würde ich eigentlich auch sagen. Aber nicht tat, weil er keinen Ärger provozieren wollte. Ja, klingt wieder nach People-Pleasing. Weiß ich nicht, aus der Mail geht hier nirgendwo hervor, dass du jemand bist, der Ärger macht, weiß ich nicht. Aber selbst wenn er Ärger provozieren würde, ist kein Grund, das nicht anzusprechen, so, ne? Und vielleicht projiziert er das auch einfach auf dich. Aber das ist kein, wie gesagt, entweder er ist komplett entliebt, warum auch immer, oder man muss sagen, es ist kein reifes Beziehungsverhalten, da kommuniziert man sowas, ne? Aber nie so, dass diese wunderbare Verbindung in Gefahr gerät. Ja, das waren vielleicht wunderbare 10 Monate, aber was war davon auch vielleicht ein bisschen illusorisch? Das heißt ja nicht, dass es nicht wirklich gut war. Also es war gut, ne? Es war gut. Und er konnte aber dieses, wie gesagt, ich denke, er hätte schon viel früher irgendwie sagen müssen, boah, das wird mir vielleicht gerade ein bisschen viel, weil ich brauche mal Ruhe oder boah, ich bin ja ganz schön bindungsängstlich. Hat er alles nicht gemacht, so, ne?
Und ja, es war vielleicht eine wunderbare Zeit, aber hallo Juli, ne? Was sagst du denn dazu, hä? Hast du auch Bindungsängste, Juli? Ich glaube nicht, ne? Juli hat gar keine Bindungsängste. Kleine Motte, kleine Motte, kleine Motte. So, ist wieder hier. Sollen jetzt gleich spazieren gehen, glaube ich. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, das kann trotzdem gut sein, aber vielleicht war es auch ein bisschen, das ist ja leider so, wenn man so zum Pluspolen neigt, dass man so leicht in diese Illusionen geht, ne? Oder da so, jetzt wird es ganz toll und es ist wirklich immer zu überlegen von Date zu Date und nicht zu viel reinzulesen, so eine Beziehung so. Und trotzdem kann man ja sagen, es war eine super Zeit, toll. Ja, kannst in deinem Lebensplan abhaken, super Jahr gehabt, ja, und jetzt ist es vorbei. Ja. Ist so. Ne? Wir liebten uns. Naja, also ehrlich, auf jeden Fall jetzt nicht mehr scheinbar, ne? Aber das, vielleicht wart ihr vor allen Dingen auch verliebt, ne? Und du hättest es gerne. Und vielleicht kannst du auch bei dir gucken, konntest du dich so verlieben, gerade weil er vielleicht so Rückzugstendenzen hat, so und vielleicht hast du es auch schon gespürt, unbewusst. Dass auch so Thema passive Bindungsangst, ne, dass er dir nicht zu nahe kommt, so. Alles Themen, über die man drüber nachdenken könnte. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Das ist wieder die nächste Erfahrung. Ihr wart sicherlich, vor allen Dingen auf seiner Seite, sicherlich sehr verliebt, aber ja, in der Liebe ist es eben nicht so übergangen, ne? Und haben viel und intensiv über uns selbst gesprochen. Ja, irgendwas scheint er aber ausgelassen zu haben. Er meint, in seiner ersten Ehe hätte er den Fehler gemacht, nicht gesprochen zu haben. Ja, also viele Leute, die aus einer Ehe kommen, die, ist immer die Frage, wollen die wirklich wieder in eine neue Beziehung gehen, sondern oder erstmal playing the field machen, war ihm vielleicht auch nicht so klar. fällt das auch schon wieder auf der Dating-App? Ich meine, so sind Menschen leider oft, also will ich mir jetzt nichts unterstellen. Das sollte jetzt anders sein, ist es aber nicht. Genau, schreibst du auch, es wurde nicht anders, ne? Er sprach offensichtlich nie über Dinge, die ihn beschäftigten, er war sonst wunderbar herzlich. Ja, das muss ja auch nicht falsch gewesen sein, aber man braucht halt, es gibt drei Skillsets. Es gibt ein Kennenlernen-Skillset, es gibt ein Dating-Skillset, es gibt ein Beziehungs-Skillset. Und auf der dritten Base ist er halt gescheitert, ja. Ja, ist so. Sonst wunderbar herzlich, hat unheimlich viel bei mir gearbeitet. Ja, vielleicht hat er sich auch übernommen, aber das ist alles jetzt so Rätselraten, ne? Liebte meine Familie, nun ist er weg. Genau, so ist es. Das angekündigte Gespräch blieb es heute aus. Ich hätte überhaupt keinen Bock mehr auf so ein Drecksgespräch. Ich denke, fuck, wenn du dich trennen willst, leck mich. Also das würde ich euch auch raten. Muss man ja nicht böse sein oder so umdrehen. Ab jetzt bist du uninteressant für mich, fertig. Ne? Warum noch reden? Es tut nur wieder weh, gefüttert Liebeskummer. So, seine Sachen stehen noch hier. Irgendwann wird er es wohl holen. Puh, stellt sie vor die Tür und sagt mir, er soll es abholen. Muss jetzt auch nicht so, muss das gar nicht nutzen, so als Kontaktpunkt oder so. Ich wäre wirklich, das kann man lernen. Also ich glaube, ich könnte das heute so, also zumindest in solchen halbherzigen Beziehungen, sage ich mal, könnte ich, glaube ich, umschalten, denken, okay, ja, alles klar, 200 Tage, ja, who cares. Ich weiß nur, dass mein Bauchgefühl recht hatte, er total konfliktscheu und hammersüchtig ist. Ja, ist vielleicht ein People-Pleaser, ne? Siehe People-Pleaser-Kurs, sehr beliebter Kurs hier bei mir. Er sagt, er will nie wieder Drama und Streit. Vielleicht war es ihm aber auch zu wenig Drama. Und das ist ja das eine, was die Leute sagen, was sie wollen. Die andere, wenn du ein Leben von Drama und Streit gewohnt bist, musst du erstmal lernen, dieses Ruhige auszuhalten. Das sage ich auch aus eigener Erfahrung. Das ist eine innere Arbeit, die man leisten muss. Ne? Ich sage, das wäre ein Wunschgedanke. Solche Beziehungen gibt es nicht und wir hätten es ja selbst in der Hand, Unstimmigkeiten zu regeln. Ja, aber ihr habt ja nie gestritten. Ne? Also ist ja gar nicht hingekommen. Es wäre ja gut gewesen. Ne? Aber er beendet die Beziehung offensichtlich lieber, als dran zu arbeiten. Genau. Kann man nur annehmen. Das heißt, es ist sein Leben. Ist ja leider zu nichts verpflichtet. Er hat die Beziehung beendet, hat einem Sohn nochmal Bescheid gesagt. Er darf ja gehen, ne? Muss man sich immer wieder sagen, er darf ja gehen, ne? Meine Freundin meinte, er hätte wohl das Gefühl, mir nicht ebenbürtig zu sein. Ja, also vielleicht kennt ihr ihn besser, ich weiß es nicht. Fakt ist, er macht sein Ding hier, ne?
Sein Selbstwert ist gering und ich wäre zu stark für ihn. Na, immerhin ist sein Selbstwert so groß, dass er einfach die Beziehung jetzt verlässt, ohne viel Fehler lesen. Also, man würde jetzt eher denken von jemand, der so ist, dass er dann sich nicht traut, sich zu trennen oder ich weiß nicht was. Aber es ist letztlich auch egal, die richtigen Gründe erfährt man häufig nicht so, ne? Der mach ja was Wahres dran sein, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, aber es ist letztlich auch egal, weil es gefällt einem immer irgendwas am Partner nicht so, ne? Und was weiß ich, wenn es irgendwas ist ja immer, also kein Mensch ist 100% und das heißt, es gibt immer eine Challenge in einer Beziehung, aber die Challenge muss man ja annehmen, ne? So, dann, ja, dann bist du eben zu stark für ihn. Dann kommuniziert man das oder wird man selber stärker. Also dafür braucht man eben einen Willen und so eine Grundliebe, da drin bleiben zu wollen. So, ne? Ich bin fix und fertig, ja, gibt es keinen Grund für und verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe die Welt sowieso nicht. Also ich weiß auch nicht, du kannst die Welt, also diese Welt kannst du nur verstehen, wenn du vollständige Informationen hast. Die hast du aber nicht, ne? Wir hatten Zukunftsvisionen. Ja, Visionen. Das ist nicht die Realität, ne? So, Sonntag schrieb er mir noch, wie sehr er mich liebt. Und Montag macht er Schluss. Das ist typisch für Bindungsängstler. Das ist auch überhaupt keine Wertung jetzt. Also, oder jemand ist in dem Modus, dass dann noch einmal kurz Vollgas gegeben wird und dann stellen wir fest, oh nicht, ich so einmal, okay, jetzt sage ich ihr nochmal, es ist die Liebe und jetzt bemühe ich mich nochmal und dann kommt es über so eine Schwelle rüber und dann kippt es sofort und oh nee, ich kann es alles nicht mehr. Und ich will das auch echt, ich will das wirklich nicht werten. Das ist, also sicherlich hat er auch irgendwie gestruggelt und ist jetzt für sich zum Schluss gekommen, ist für ihn nicht mehr stimmig und was soll er dann machen? Soll er drinbleiben? Das geht ja auch nicht, ne? Ich muss ja erkennen, dass alles eine Illusion war. Naja, alles nicht. Ich hatte trotzdem eine gute Zeit. Ich habe jetzt keiner der Anhaltspunkte, dass er dich angelogen hat. Er hat einfach nicht genug kommuniziert, ne? Und vielleicht hat er am Schluss jetzt irgendwas weggelassen, wissen wir aber nicht. Aber trotzdem kannst du sagen, ist ja nichts passiert. Du bist, ist nichts, weiß ich nicht, er hat dir nicht Geld geklaut oder, weiß ich nicht, war kein Heiratsschwindler oder ist ja nicht wirklich was passiert. Also du hast ein gutes Jahr gehabt. Ja, das geht zu Ende. Leider ist dieses Leben voller Veränderung, ja, es ist zum Kotzen, ich weiß, ne? Ich muss nun erkennen, dass es alles eine Illusion war. Ich schrieb ihn vor einigen Tagen nochmal, wozu? Ihr dürft wirklich stolzer sein, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und denk, ey, wenn du dich trennen willst, schreib dir kein fucking Wort mehr, ey, du bist für mich Luft. So, was soll das? Also, das ist mehr von dem, vielleicht hast du das auch, das könnte ein Learning sein, aber ich glaube, aber es wäre trotzdem auseinandergegangen. Vielleicht hast du ein bisschen viel gemacht. Und jetzt ist mehr desselben so, ne? Selbst wenn man jetzt in Richtung Ex zurückdenkt, ist es wirklich, was ich überhaupt nicht mein Stil ist, aber es ist wirklich am besten, einfach sofort aus dem Kontakt rauszugehen, ne? Und zu sagen, ey, fuck it. Also jetzt auch nicht böse oder aber so innerlich so ein Stolz haben, so irgendwie, ich schreib dir noch nicht mehr, der nicht mehr zusammen sein will. Ne. Da er natürlich on-off gewohnt ist, hoffe ich mal nicht, dass er dich jetzt auch durch so eine Schleife zieht. Also das wäre jetzt auch nichts Gutes. Also, hack's einfach ab. Ich schrieb ihm, wie wunderbar er ist. Ja, also so wunderbar ist er ja nicht, ne? Wozu? Wir schreiben. Wie sehr ich ihn liebe und dass er mich totunglücklich macht, wenn er sich fühlen würde, mir nicht zu genügen. Das ist auf gar keinen Fall so. Du weißt ja nicht mal, ob das der richtige Grund ist. Also ich würde über sowas gar nicht nachdenken. Ich würde sagen, ja, dann, weiß ich nicht, hätte er das Gespräch suchen können, so ist das für mich ein Non-Event, würde ich denken. Ne? So, habe schon 5 Kilo abgenommen. Ja, das zeigt mir, dass auch doch auch jetzt wieder du leider so ein bisschen, ich will nicht sagen liebessüchtig, aber mit sehr heftigem Liebeskummer, das heißt immer, dass da noch Raum ist zu Wachstum, für dich auch so. Ne? Und ja, kann ich essen, nicht schlafen? Ja, das sind ja die, steht einem natürlich zu, wenn man einen Liebeskummer hat, ne? Einfach nur körperlich ziemlich am Ende und kann das alles nicht glauben. Also, was kann man schon, vor allem im Online-Dating, Menschen glauben? Ich weiß es nicht.
Aber trotzdem würde ich das überhaupt nicht in Frage stellen. Ihr hattet wirklich eine gute Zeit, da habe ich, hab ich auch gar keinen Zweifel dran. Ne? Meinst du, er braucht nur Zeit oder ist alles verloren? Also ich, also erstmal willst du nicht in eine On-Off-Beziehung rein, ne? Also selbst wenn er jetzt zurückkommen würde, da können wir ja die Uhr nachstellen. So, das ist so sicher, wie dass ein Zug in Deutschland nicht pünktlich kommt, dass das dann wieder passieren würde, ne? Und ich würde auch aus heutiger Sicht, wäre so mein Rat, hätte ich früher auch anders gesehen, da gar nicht mehr drüber nachzudenken. Also das ist für mich tot, der ist gestorben, fertig. Also ich gebe dem gar nicht mehr, gebe diesem Menschen keine Energie mehr, ich denke gar nicht drüber nach, ob er Zeit braucht oder nicht, ist mir scheißegal, ich guck nach vorne, date jemand anders oder bin ein happy Single. Klar muss man ein bisschen Liebeskummer bewältigen, so, ne, klar, ist ja auch normal. Aber dann fuck it, ey, sorry. Ne? Und gut, es war ja jetzt keine toxische Beziehung, war das Ende war schon so ein bisschen weird, aber Enden sind meistens oder oft scheiße, ist ja auch klar, wenn er jetzt wiederkommen sollte, wo ich wirklich nicht weiß, was ich da geändert haben soll. und das jetzt euer erstes Opfer, klar, kannst du dann überlegen, ob du da nochmal mit ihm gucken willst, aber diese Gedanken halten nicht nur im Liebeskummer, wann kommt er denn, wann meldet er sich, also ich würde Nummer löschen und ja, die Sachen vor die Tür, also überhaupt nicht, auch nicht diese Sachen behalten, gar nicht in solchen Gedanken denken, ich muss das jetzt noch irgendwie halten oder wenn er die Sachen holt, dann reden wir. Ich würde denken, ja, null Kontakt, null Informationen, müssen wir jetzt auch kein Riesending vormachen, das war's. Ich bewältige jetzt meinen Schmerz, suche mir da die Unterstützung, die ich brauche und der Typ ist tot für mich. Ganz nüchtern so, ne? Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Unterstützt mich gern meinen kostenlosen Content mit, würde mich sehr freuen, mit Kanalmitgliedschaften oder super Likes oder teilt die Videos. Und ja, bevor hier Juli durchdreht, ist leider immer, morgens müssen dann immer irgendwelche Mäuselöcher ausgegraben werden. Beenden wir das Ganze ja mal und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben. Ja, hallo Freunde der Nacht. Willst du auch wissen, wie ich meine doch früher erheblichen Themen rund um Liebeskummer überwunden habe? Dann bleib dran, weil ich kann dir sagen, ich hatte wirklich in zwei Beziehungen in meinem Leben den Liebeskummer des Grauens mit nicht mehr schlafen können, nicht mehr arbeiten können, nicht mehr essen können. Und ich würde sagen, habe das alles überwunden. Und die wichtigsten Tipps hörst du jetzt hier heute. Ja, mein Name ist Christian Hemschemeyer, ich bin Paartherapeut und Diplompsychologe und Beziehungscoach, obviously. Und ja, vielleicht kennst du mich noch nicht, weil das jetzt mal wieder so ein Grundlagenvideo, mache ich immer ab und zu mal, wenn du mehr über mich wissen willst und auch speziell über Liebeskummer, verlinke ich auch nochmal meinen Kurs hier drunter, den schon viele tausend Leute gemacht haben, habe nie wieder was groß dran geändert, ist einfach in Stein gemeißelt, weil bei Liebeskummer kann man wirklich ganz konkrete Sachen sagen, die dir helfen werden. Aber erstmal zu mir, also ich mache Paartherapie und Singleberatung jetzt schon seit 25 Jahren ungefähr, ich interessiere mich einfach mega für den Bereich. Und ja, wie das, glaube ich, auch notwendig ist, hat das Universum mich auch in die Lehre geschickt mit vielen auch schlimmen Beziehungen. Und ich habe da wahnsinnig viel gelernt, bin da auch mega dankbar für, muss ich sagen. Also wenn man da drin steckt, ist man natürlich nicht so dankbar, aber ja, im Endeffekt schon. Und ich würde mal sagen, ich hatte drei richtig toxische Beziehungen in meinem Leben und nach der ersten, ich weiß gar nicht, wie lange das, ich habe noch 10 Jahre von der Frau geträumt, also wirklich, das war ganz schlimm. Nächste Sache, viel, viel später in meinem Leben, auch kurze Beziehung, 8 Monate, Liebeskummer des Grauens, wirklich ganz schlimm. Also da habe ich auch zum ersten Mal dieses erlebt, was für mich mittlerweile ein sicheres Zeichen ist für toxische Beziehungen, dass du plötzlich die ganze Nacht nicht mehr schlafen kannst. Du kannst einfach die ganze fucking Nacht nicht mehr schlafen, also auch schon am Ende der Beziehung, weil einfach alle Alarmzeichen an sind, dein Bauchgefühl immer nur Alarm, 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 Alarm. Du kannst einfach die ganze fucking Nacht nicht schlafen. Grausam, 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 grausam. Und bei der dritten nichts mehr. Ich würde sagen, also das heißt nichts mehr, ein bisschen Liebeskummer ist normal, aber ich würde sagen, ich habe das Thema komplett
in den Griff bekommen und durch wirklich Umstellungen meiner Gedanken, sag ich mal, und auch der Arbeit mit Standards und Dealbreaker, da gehen wir jetzt heute mal nicht so viel drauf ein, was ja Kernpunkt meiner Arbeit ist, in der Umprogrammierung des Liebeschips, wie ich das immer nenne, wenn du dein Beuteschema ändern willst. Ja, habe ich es wirklich erreicht, dass es, weiß ich nicht, nur noch 10%, also 5% war von dem sonst. Und ja, das will ich dir gern ein bisschen hier weitergeben, mein Wissen. Ich werde viele Sachen sagen, wenn du tiefer gehen willst, komm einfach in den Kurs rein. Ich habe es auch extra total günstig gehalten, mein Liebeskummer-Kurs. Der ist ja auch bei anderen teilweise sehr teuer, aber ich finde, Liebeskummer sollte echt für jeden wirtschaftlich erreichbar sein, so ein Kurs, weil das ist einfach so ein Elend, es geht einem so schlecht und naja. Gut, ich werde erstmal ein bisschen was sagen über so ein paar Mythen rund um Liebeskummer, dann werde ich ganz konkrete Tipps sagen und dann noch vielleicht so ein paar psychologische und am Ende, wer es noch hören mag, auch spirituelle Erkenntnisse, weil das ist schon, also im Liebeskummer, man kann plötzlich, soll ich mal sagen, tiefe Einblicke ins Leben halten, weil gerade wenn es einem sehr schlecht geht, ist manchmal so ein plötzlicher Switch im Kopf, wo man Sachen ganz anders sieht, ist manchmal sehr nah, ne, wenn man so komplett durchgeschüttelt ist. Aber gut, fangen wir erstmal an mit den Mythen. Also ich glaube, der größte Mythos ist, sagt Liebeskummer irgendwas aus, wie toll die Beziehung war. Da würden, glaube ich, die meisten sagen, je mehr Liebeskummer, je toller war die Beziehung. Nichts ist falscher als das. Das ist, als wenn du sagen würdest, je länger die Milch in der Sonne stehen bleibt, umso besser schmeckt sie. Also das ist so falsch wie nur irgendwas. Meine Erfahrung ist, und ich glaube, dass wenn du mal ein bisschen drüber nachdenkst, wirst du auch schnell zu kommen, hängt Liebeskummer sehr stark ab von der, ich sag mal, von der Toxizität der Beziehung. Ne? Je toxischer, je mehr Liebeskummer. Je beschissener die Beziehung ist, je beschissener ist die Trennung. Und was heißt Toxizität? Das heißt vor allen Dingen das Ausmaß an Hot and Cold. Da kann auch nicht immer jeder was dafür. Also manchmal entsteht Hot and Cold, auch wenn beide die besten Absichten hatten, beide Partner oder Partnerin die besten Absichten hatten, kann trotzdem Hot and Cold entstehen aus der psychologischen Dynamik. Und Hot and Cold führt eben in unserem Gehirn zum schnellen Wechsel von Angst, Stressgefühle, plötzlich wieder eine heiße Nacht, wird wieder aufgelöst in Sex und Wiedervereinigung und dann das Gleiche von vorne. Und das macht unser Gehirn sehr schnell sehr süchtig. Also vor allen Dingen, weil die Natur hat uns eben auch diesen starken Bindungswunsch mitgegeben. Sonst hätten wir das ganze Problem ja nicht, weil die Natur irgendwie meint, der Mensch soll nicht allein sein. Soll sich natürlich auch gefälligst fortpflanzen. Und dann aber am besten noch ein bisschen verbunden bleiben, nicht nur fortpflanzen. Deswegen ist also dieses Ganze rund um Verlieben und auch Entlieben ist auch ein sehr körperlicher Prozess. Da kommen wir gleich noch ein bisschen mehr drauf. Ja, also dieses kennt jeder, der schon länger in der Spielhalle war. Oder gibt es so viele Sachen im Leben, ja, wo du im Hundetraining, wo du angefüttert wirst mit Leckerlis und dann werden die entzogen und was weiß ich. Also dieses heiß und kalt führt halt zu einer ganz starken Bindung an den Partner, ohne dass es eine gute Beziehung sein müsste, so, ne? Und wenn das eben aufgelöst wird, da kann man kann wirklich diesen Begriff benutzen, du gehst durch einen Entzug durch. Das ist wieder ein Entzug von einer Droge. Wovon bist du entzogen? Von körpereigenen Drogen. Also sei es jetzt Adrenalin, Serotonin, Noradrenalin, Ephedrin, Dopamin natürlich. Das heißt, so deinen schönen Drogencocktail, den du immer gehabt hast, gerade in diesen Heiß-Kalt-Beziehungen, wird dir komplett entzogen und du gehst durch einen wirklich buchstäblichen Entzug durch. Und das sind eigentlich diese Liebeskummer-Symptome. Letztlich ist es auch was Gutes, weil ich dachte, du bist so durchgeschüttelt, dass wenn das so richtig krass ist, man denkt einfach, also da ich muss an mir arbeiten, ich muss was machen, kann ganz viel Motivation daraus entstehen. Aber tatsächlich ist es so, dass gute Beziehungen, also nicht, dass man da keinen Liebeskummer hätte und man geht ja nicht aus Spaß auseinander, aber eine vernünftige, eine stabile Beziehung, wenn da
beide Partner zum Erkenntnis kommen, boah, das haut irgendwie nicht hin, oder auch so unteraktivierte Beziehungen, die sehr freundschaftlich und stabil geprägt sind, die können auch sehr geräuschlos auseinandergehen. Das kann auch irritierend sein, dass man sagt, boah, wieso kann ich mich jetzt so gut trennen? Ist aber eigentlich ein Zeichen, ja, dass es friedlicher war, ne? Also viele Liebeskummer-Klienten haben mir gesagt, es ist schlimmer, als wie meine Mutter gestorben ist, obwohl das irgendwie nur eine 18-Monats-Beziehung war. Wie kann das sein? Ja, weil es eben von der Toxizität abhängt und es ist eben auch nicht nur heiß und kalt. Ich meine, ich will ja jetzt heute nicht so drauf eingehen, aber sicherlich addiert sich dazu auch alles rund um Manipulation, Gaslighting, Future Faking, ich gehe jetzt heute mal nicht so ein auf diese Begriffe, aber klar, wenn du stark manipuliert wirst und so der ganze Boden sowieso ständig wackelt in der Beziehung, das addiert sich auch sehr zur Toxizität und zu diesem grässlichen Liebeskummer, wo man auch komplett aus dem Ruder laufen kann, ne? Wo man also nicht nur nicht schlafen, nicht essen, nicht arbeiten, sondern es kann wirklich die ganze psychische Struktur richtig auseinander, oder man hat plötzlich irgendwelche psychischen Themen, die man vorher nicht hatte, sag ich mal. Zum Beispiel obsessives Nachdenken darüber gehört ja auch stark dazu. Und genau, vielleicht an dieser Stelle auch mal einmal gesagt, wenn es natürlich gar nicht geht, holt euch Hilfe, geht in eine Beratungsstelle, geht zu eurem Hausarzt, geht zum Psychotherapeuten. Also Liebeskummer ist schon, kommen wir gleich noch zu, meistens zeitlich begrenzt. Und man sollte auch nicht scheuen, sich da gegebenenfalls Unterstützung zu suchen. So, der zweite Mythos, habe ich schon angerissen, Zeit heilt alle Wunden. Ja, das ist grundsätzlich richtig, hängt aber auch davon ab, was du in dieser Zeit machst. Und ich kann euch sagen, wenn ihr all das macht, was ich hier anreiße oder auch in meinem Kurs sage, kann man positiv davon ausgehen, dass sich der Liebeskummer deutlich verkürzen wird. So, ne? Nicht, dass er nicht mehr da ist, also von heute auf morgen verschwindet. Es hängt wirklich ganz stark davon ab, zum Beispiel, wie sehr du deinen Partner auf den Podest stellst, wie sehr du im Nullkontakt bleibst oder nicht. Du kannst wirklich buchstäblich Monate und Jahre lang Liebeskummer haben. Es ist absolut möglich, wenn du einfach nicht aufhörst, die gleichen Sachen zu machen. Zum Beispiel immer wieder sagst, das war aber der geilste Mann, der auf der Erde wandelt irgendwie und dich da auch nicht von abbringen lässt. Und auch wenn du manipuliert worden bist, es bleibt immer der Tollste. Oder du denkst, oder du tagträumst jeden Tag über den tollen Sex, den ihr dreimal hattet. Dann kannst du buchstäblich jahrelang Liebeskummer haben. Habe ich erlebt bei Menschen. Traurig. Du kriegst die da auch nicht von runter, ne? Also das ist deren Identität dann und echt traurig. Genau, dritter Mythos, Liebeskummer ist so ein kontinuierliches Event, sag ich mal, was so langsam abflaut. Nee, ist es nicht so, gerade wenn du so weiter voranschreitest in deiner Liebeskummerbewältigung, ist es eher so, dass der plötzlich da ist und plötzlich weg ist, der Liebeskummer. Also du hast vielleicht, was weiß ich, die ersten Wochen hast du vielleicht 24/7 Liebeskummer und dann ist vielleicht am 22. Tag so, dass du es eine Stunde vergessen hast. Du hast Sport gemacht, keine Ahnung, du hast es plötzlich vergessen, fällt es dir wieder ein, ist wieder genauso schlimm. Und diese Inseln, die dehnen sich aus, so, ne? Dann denkst du mal 3-4 Stunden nicht dran, so, ne? Und irgendwann denkst du den ganzen Tag nicht mehr dran. Und dann weißt du, okay, Schlimmste ist vorbei. Aber, also, diese Art, wie die Psyche damit umgeht, heißt auch, ja, es kann sein, dass du 3 Wochen keinen Liebeskummer mehr hattest und plötzlich ist er wieder am nächsten Tag wieder voll da und du weißt auch nicht so richtig warum. Manchmal findet man einen Grund, dass man, weiß ich nicht, doch an irgendwie was angetriggert hat oder man hat irgendeinen Geruch gerochen aus der Zeit. Manchmal sind es wirklich so verrückte Sachen. Oder du hast doch wieder in Fotos rumgewühlt, bums, ist der Liebeskummer wieder voll da. Man denkt, ich fange jetzt, das ist jetzt was, ich fange wieder von vorne an. Und aber du musst einfach weitermachen und dann, ja, dünnt es sich auch immer weiter aus. Wie lange kann Liebeskummer dauern, selbst wenn man alles richtig macht? Also in absolut hochtoxischen Beziehungen, ist so meine Erfahrung, gibt es jetzt, wüsste ich nicht, dass es
Bücher drüber gibt oder so, keine Ahnung. Aber meine Erfahrung ist 18 Monate. Es kann bis zu 18 Monate dauern. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht schon eine neue Beziehung haben kannst. Das heißt jetzt nicht, dass nicht 90% deines Lebens schon wieder völlig in Ordnung ist. Aber dass das wieder so Flashbacks gibt, ein Liebeskummer, das kann, selbst wenn du auf null Kontakt bist und alles, will jetzt auch niemanden erschrecken. Du kannst schon wieder ein super Leben haben, ne? Aber es kann tatsächlich nicht mal, dass man sich wundert, dass es manchmal echt lange dauert. Bei längeren, höchst toxischen Beziehungen kann es durchaus 18 Monate dauern. Ja, und der dritte Mythos, Liebeskummer ist ein rein psychologisches Event. Nee, es ist ein ganz stark körperliches Event, wie gesagt, wo du von diesen Drogen entzogen wirst und deswegen läuft es auch ein bisschen wie ein Drogenentzug. Vierter Mythos, ganz wichtig, sagen auch viele Kollegen, mich komplett anderer Meinung, man soll so in den Schmerz reingehen. Das mache ich aber bei ganz vielen psychischen Themen irgendwie richtig sein, was das ist. Wenn du Ängste hast, dann stellst du dich deinen Ängsten und so. Liebeskummer funktioniert das anders, weil es eine Sucht ist und keine Angst oder so. Da ist Vermeidung tatsächlich besser. Ne? Ich bin ein ganz großer Freund, kommen wir auch schon zum ersten Tipp, von Ablenkung. Ablenkung, Ablenkung. Guck dir irgendwie eine sinnlose Serie an, Raumschiff Enterprise, 1 bis 500, irgendwas total harmloses. Was ist denn die Serie, die ich damals geguckt habe? Boah, das ist peinlich jetzt. Komm jetzt nicht drauf, so eine Mutter-Tochter- Serie, schreibt bestimmt jemand in die Kommentare, so ein Klassiker, wo es wirklich, ich weiß nicht, 300 Folgen von gab, irgendwie total harmlos, wenig Dating-Content, so. Einfach reinkippen, weil du musst vor allen Dingen Zeit gewinnen, ne, und du möchtest nicht über deine Beziehung nachdenken, wo es einfach nichts mehr nachzudenken gibt, deswegen, nee, reingehen, also es würde was nützen, dieses Reingehen, wenn du dich nur auf dieses Entzugsmoment, also auf diese emotionale Sache fokussieren würdest. Aber die meisten Menschen, denen das immer so verkleben, diese Emotionen mit Gedanken. Und sobald du wieder Gedanken reinbringst, wie, ach, das war so und so und ich sollte das tun und vielleicht war es doch ein Fehler oder vielleicht dann fällt dir wieder was Positives ein. Sobald du das verklebst mit Gedanken, kommt dann nur Murks bei raus. Deswegen ganz großer Freund von Ablenkung. Mit Ablenkung ist aber nicht gemeint, Alkohol trinken oder sowas. Ne? Das kann alles noch viel schlimmer machen. So, ne? Gut, haben wir die Mythen. Kommen wir jetzt mal, was kannst du denn genau tun? Also Ablenkung, ganz großer Thema. Dann das Allerwichtigste ist natürlich null Kontakt. Also das ist wirklich die eine Regel, wo sich, glaube ich, alle einig sind, dass je weniger Kontakt hast, selbst wenn es nicht so toxisch war, selbst wenn du denkst, vielleicht können wir irgendwann befreundet sein, gönn dir mindestens 3 Monate null Kontakt. Wenn es toxisch, wenn es wirklich aus meiner Definition toxische Beziehung war, meine Definition ist ja, die Beziehung hat dich liebessüchtig gemacht, dann hast du sowieso Horror-Liebeskummer. Dann, also du kannst dich gerne so ein bisschen bescheißen, indem du sagst, ja, 3 Monate kein Kontakt, 6 Monate Kontakt, Spoiler Alert. Das heißt, lebenslang kein Kontakt, ne? Weil, also, du musst jetzt auch nicht denken, nur weil dann jemand, weiß ich nicht, 5 Stunden irgendwie beim Chakra-Coach war oder so, dass sich dann jemand verändert hätte, wenn es so richtig toxisch war. Und du könntest die Beziehung dann wieder aufnehmen und dann reitet ihr glücklich in den Sonnenuntergang, wird nicht passieren. Also, geh mal von aus, von lebenslang null Kontakt. Und null Kontakt, da ist natürlich auch keine Social Media Kanäle. Das heißt auch, dass du nicht da rumläufst, wo dein Ex vielleicht rumläuft. Du darfst auch gern vermeiden, ne? Man darf vermeiden bei Liebeskummer. Du kannst sagen, ich gehe jetzt 3 Monate nicht ins Sportcenter, ich mache woanders Sport, weil ich will den da einfach nicht treffen. Total in Ordnung. Also ich habe auch schon die Stadt gewechselt, deswegen. Das ist alles in Ordnung, ne? Hauptsache, du kommst da raus aus der Scheiße, ne? Weil toxische Beziehungen können einen komplett fertig machen. Ja, dann runter vom Podest nehmen. Wie gesagt, gehst nur ganz kurz darauf ein. Solange du denkst, dass dein Ex die letzte Cola vor der Wüste war, keine Chance. Wirst du immer denken, es war was ganz Besonderes. In dem Moment, wo du aber denkst, hey, okay, es war einfach eine dreckstoxische Beziehung. Was soll ich dazu sagen? Ne? Es war scheiße, hätte ich nicht machen sollen. Ja, der Bus ist jetzt abgefahren. Es wird auch ein neuer Bus kommen. Ich werde eine neue Beziehung haben. Höchstwahrscheinlich irgendwie. Und ja, jetzt ist es fein. Ich bin fein. Es war jetzt nicht der besondere Mensch. Ich bin dankbar für die Erfahrung. Aber jetzt freue ich mich auf das Neue. Wenn du sowas denkst, wirst du nicht mehr so viel Liebeskummer haben. Ne?
Dann als nächsten Punkt irgendeine Art von Stopp von diesen Gedanken, weil du musst nicht nur innerlich, äußerlich auf Nullkontakt sein, du musst auch innerlich auf Nullkontakt sein. Ne? Das heißt, innerlich auf Nullkontakt heißt, du denkst nicht den ganzen Tag drüber nach. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie soll ich das machen? Ich denke 24/7 drüber nach. Und ja, da habe ich eine Übung, nenne die mal so Rote Kreuzübung, ist bei mir im Kurs drin. Gibt auch andere, die quasi einen ähnlichen Job machen würden. Es gibt tatsächlich hervorragende verhaltenspsychologische Methoden, wie du dein Denken verändern kannst. Funktioniert erstaunlich gut, das sollte man gar nicht meinen. Und kommen wir auch schon zur spirituellen Übung, die geilste spirituelle Übung, die ich kenne, Bänder trennen. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal nicht groß drauf ein, ist auch in meinem Kurs drin, ist, ja, gibt's auch schon länger, als es mich gibt. Ja, sie gibt schon, ich vermute, seit tausend von Jahren. Also, das ist, dass du dir, also durch so eine Mentalreise gehst oder in so eine Trance begibst, wo du dir vorstellst, dass du irgendwie verbunden bist mit diesen Menschen durch Bänder. Also, man sieht dann auch irgendwas, manche sind dicke, schwarze Schläuche oder ich weiß nicht was. Und du diese Bänder durchtrennst, denkst du vielleicht, was soll das bringen? Es ist unfassbar, das ist eine der stärksten Übungen, die ich persönlich kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann euch gar nicht sagen, ich würde sagen, es sind hunderte Menschen, die mir geschrieben haben, nachdem sie diese Übung gemacht haben. Nicht nur, dass sie eine große Entlastung bekommen haben vom Liebeskummer, sondern dass sich der Ex plötzlich gemeldet hat. Also nicht, dass sich der Ex melden soll, überhaupt nicht. Ihr wollt nichts mehr mit dem zu tun haben, kein Ex zurück. Also müssen wir gar nicht drüber reden hier auf meinem Kanal, aber es passiert. Warum? Weil diese Person das spürt, dass du die Energieleitung durchtrennt hast zwischen euch, ne? Und nicht mehr, also man hat dieses Gefühl manchmal, wann sollte man Bänder trennen, also man sollte es eigentlich immer machen, aber wann merkt man es besonders, wenn du bist auf Nullkontakt, du machst all das, was empfohlen wird, ne? Was ich auch empfehle, und trotzdem hast du das Gefühl, es fließt weiter Energie ab zu dieser anderen Person. Und das soll dieses Bändertrennen stoppen. Und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Da könnt ihr mir sagen, ihr glaubt aber nicht an die Kügelchen aus der Apotheke. Alles gut. Bändertrennen ist eine Kick-Ass-Methode. Wirklich, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Gut, last but not least, Prävention von Liebeskummer. Programmiert ein Liebeschip um. Mach meinen Kurs Umprogrammierung des Liebeschips und was daraus folgt. Nutzt jetzt wirklich die Gelegenheit, da zu heilen, zu verstehen, was ist da eigentlich passiert. Date nicht gleich wieder, wenn du zu früh wieder datest, super hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Gleiche wieder passiert. Und arbeite ein bisschen lieber an deinem Freundeskreis, arbeite am gesunden, schon schwierig genug heutzutage, arbeite an gesunden Kontakten, die nicht so mit Sex, Drama und so weiter durchsetzt sind. Ja, bau dir ein nice, geiles Leben auf, dann wird der nächste Liebeskummer nicht so schwer sein. Genau, also bei mir noch ein bisschen, schon so lang hier, ein bisschen anekdotisch, also wie gesagt, muss Angst auch zugeben, mein erster, schlimmer Liebeskummer, das war meine zweite Beziehung in meinem Leben, ich war Anfang 20 oder Mitte 20 dann schon nach dem Ende, und habe ich auch mal in Büchern beschrieben, also ich habe da überhaupt keine negativen Gefühle gegenüber der Frau, gar nichts. Ist leider inzwischen auch schon tot, also, aber es war einfach furchtbar, ich wusste auch gar nicht, was mir da passiert, es war so, ich kann mich auch nicht in die Details nicht mehr erinnern, nur, dass ich eigentlich die ganze Beziehung mich schon, also eigentlich vom ersten Date mich schon so völlig addicted gefühlt habe, und es war wirklich schlimm, es war wirklich schlimm, und das zog sich, natürlich ging das dann auch über in On-Off-Beziehungen, und ich weiß, das war 1992, 93, keine Ahnung, gab es nichts, also in Deutschland, in Amerika schon, gab es nichts über Liebessucht, und ich hatte wirklich das Gefühl, ich fühle mich wie so ein Junkie, was ist denn da los? Und dann hatte ich schon Psychologie studiert und habe mich dann in der Uni-Bibliothek gesucht und auch damals meine Ausbildung angefangen, und ja, zum Glück, der Ausbilder kannte sich da auch schon ein bisschen mit aus, bin da ein bisschen auf die richtige Spur gekommen, gleich schon, es ist eben auch so ein Suchtprozess ist, aber trotzdem, es war so schlimm, also es war, ich dachte, ich komme da einfach nicht raus aus dieser Beziehung, ne? Jedes Mal grässlicher Liebeskummer, wieder connected und nur ihre Stimme gehört, war schon wieder Bomb, es war schon wieder so, Gott, wie schrecklich, ey. Ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm.
Und irgendwie war ich, also ich habe mich da zwar raus, also auch durch einen Stadtwechsel dann rausmanövriert aus dieser Beziehung. Aber glaubt es mir oder glaubt es nicht, ich habe 10 Jahre von der geträumt irgendwie, ne? Und ich bin ein gruseliger, ja, irgendwann hat sie sich verabschiedet im Traum. Und ich meine, das wäre auch die Zeit gewesen, wo sie dann gestorben ist. Echt krass, wirklich, ey. Das, boah, berührt mich immer noch. Krass, 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 ey. Aber ich dachte immer, ja, irgendwann kannst du ja mal zu der zurückgehen. Heute würde ich, denke ich, oh Gott, wir haben, also ich habe, wie gesagt, überhaupt kein negatives Gefühl mehr. Wir haben uns da gegenseitig eingeschenkt. Wir haben bestimmt gelernt daraus und keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie wichtig ich hier war. Fragt man sich ja immer danach dann. Aber es war wirklich schlimm. Es war echt schlimm. Und dann hatte ich, wie gesagt, deutlich später, als ich wieder angefangen habe zu daten, nach meiner langen Beziehung, auch noch mal, auch da keinerlei negative Emotionen. viel kürzere Beziehung. Ich bin dieser Frau extrem dankbar, weil sie hat eigentlich mein ganzes Programm beeinflusst, weil sie einfach diese ganzen Sachen, über die ich hier rede, so so eine Reinkultur gezeigt hat, dass ich daraus viele Kurse machen konnte. Deswegen vielen Dank nochmal an dich. ist wirklich gut. Aber es war, ja, war viel kürzer. Weiß nicht, 6, 7, 8 Monate maximal. Horror. Das war tatsächlich, wo ich das. Ich habe da aber vorher immer nur von gehört. Von, dass man nicht mehr schlafen kann und so. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich habe wirklich ins Bett gegangen, die ganze Nacht wachgelegen und ich habe einen super Schlaf normalerweise. Ne? Boah, es war so schlimm, aber da, wie gesagt, bin ich auf das richtige Material gestoßen. Habe ich ja dann auch fortgebildet mit Coaches auf der ganzen Welt, weil ich es auch echt psychologisch durchdringen wollte, meine Kurse gemacht und alles. Und war scheiße, war richtig scheiße, war dann aber auch. Habe exakt das angewendet, was ich hier sage. Deutlich verkürzt, wirklich so. Ne? Und das dritte Mal, ja, das war jetzt eine Beziehung. Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da keine negativen Gefühle mehr so habe, aber egal. Da gibt es schon eine Menge negative Gefühle. Aber ich bin gar nicht mehr, obwohl das auch super toxisch war, bin ich da gar nicht mehr reingekommen. Ne? Ich bin gar nicht mehr reingekommen in diese. Auch innerhalb der Beziehung dieses abhängige Gefühl schon gar nicht mehr gehabt, obwohl das eigentlich genauso war wie vorher auch. Ganz krass mit Standards und Dealbreakern gearbeitet, aber das ist ein anderes Thema. Und eigentlich, also ich würde es nicht sagen, dass ich jetzt gar keinen Liebeskummer hatte, aber super wenig. Will jetzt auch nicht sagen, dass man nicht ab und zu mal dran denkt, irgendwie, doch, natürlich. Auch ein wichtiger Lehrmeister, Lehrmeisterin gewesen. Aber das war schon echt auf noch ganz anderen Ebenen krass, aber gut. Genau. Also, es gibt wirklich ein definiertes Vorgehen, was euch da weiterbringen wird. Nutzt es. Und ich kann euch nur sagen, gebt den Gegenwert von 2 Dönern aus und holt euch auch noch den Liebeskummerkurs. Da sind diese ganzen Übungen drin. Es wird auch nochmal 1:1 durchgeführt. Und ja, das ist mein zweiter erfolgreichster Kurs, glaube ich, nach Umprogrammierung des Liebeschips. Ich weiß nicht, deutlich über 5, weiß nicht, 6, 7.000 Leute drin, keine Ahnung. Sind ja nicht umsonst drin, weil es wirklich was nützt. Macht die folgenden Kurse, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben. Ja, hallo, hier ist Christian. Ja. Genau, Christian Hemschemeier, Paartherapeut aus Hamburg und in Murnau. Und heute war das Thema Liebeskummer, den oder die Ex vom Sockel stoßen. Genau, also es ist einfach so, ich habe jetzt die Erfahrung mit manchen Leute, mit denen ich gesprochen habe, die ja ewig so an im Liebeskummer hängen oder in alten Beziehungen, die dann ja in der Regel logischerweise sehr toxisch waren. Ich überlege, ja, was ist da so der Punkt, dass das so bleibt? Und also einer der Hauptpunkte ist ja immer wieder, dass man doch nicht im Nullkontakt ist. Das muss man immer wieder
sagen, das ist eigentlich das Allerwichtigste, ist dann doch noch die berühmten 2-3% Kontakt sind, ne? Man geht doch noch, weiß ich nicht, in den gleichen Club oder doch noch, manchmal kann man es ja auch nicht vermeiden, oder gibt noch diesen inneren Kontakt, ne? Mit ständigen drüber nachdenken, diesen Geschichten. Und ja, das ist sicherlich, also wenn man überlegt, warum wird das nicht besser, einer der Hauptgründe, und da gibt es ja mal ein Liebeskummer-Paket auf liebeschipp.de, gibt es ja da noch auch noch diverse Tools, wie man diese Gedankenkreise unterbrechen kann, Bänder trennen und so weiter. Ja, heute wollte ich mal, denke ich, eine andere notwendige Bedingung sagen, und zwar ist es den Ex vom Sockel stoßen, ne? Also solange ich denke, so mein Ex, meine Ex war, wie ich mal ganz gern sage, ne, die heißeste Erfindung seit Erfindung der Waschmaschine irgendwie. Das ist schwierig, ne? Weil so verliebt sein hat, ja, hat natürlich logischerweise viel mit Gefühlen zu tun, aber es hat auch viel damit zu tun, gerade unglücklich verliebt sein, welchen Wert messe ich dieser Person zu, ne? Also wenn ich jetzt denke, boah, das war wirklich, ja, es kam gleich nach, weiß ich nicht, irgendeiner, keine Ahnung, Hollywood-Schauspielerin oder was weiß ich, mein Partner, oder nach Ryan Gosling oder was weiß ich, ja, dann leide ich natürlich mehr, weil ich denke, oh Gott, was habe ich, so jemanden kriege ich nie wieder und was weiß ich, ne? Und während wenn ich denke, ja, also hat ja eh nicht so richtig gepasst, und wenn ich jetzt mal auf meine Shitlist gucke, okay, fremdgegangen, kalt, mich kalt hab abblitzen lassen, was weiß ich, war es vielleicht auch nicht ganz so cool, dann ist der Liebeskummer ja auch viel weniger so, ne? Beziehungsweise also radikal weniger unter Umständen. Und deswegen ist es so wichtig, ja, einerseits mit dieser Shitlist zu arbeiten, wo halt alles draufsteht, was schiefgelaufen ist so in der Beziehung, also was der andere insbesondere gemacht hat, was aus eurer Sicht nicht akzeptabel war. Und dann, ja, gilt es halt so ein bisschen, das ist so ein, manchmal so ein ganz früher psychologischer Abwehrmechanismus der Spaltung, ne? Dass ich eine Person nur als ganz gut oder ganz böse sehen kann, ne? In diesem Fall ganz gut. Also es ist so manchmal, als wenn ich die Person mit ihrem, was sie wirklich, ja, an sehr fragwürdigen Dingen getan hat, dass ich das irgendwie unter den Tisch fallen lasse und sehe nur das Gute. Ne? Es ist auch manchmal wirklich wie so ein blinder Fleck, selbst wenn Freunde das sagen, Mann, das, ne? Dann höre ich manchmal, ja, ich kann das nicht sehen. Ja, muss man aber, ne? Irgendwo. Also es geht wirklich darum, mal zu gucken, was waren die guten Seiten, was waren die schlechten Seiten, und insbesondere war auf diesen schlechten Seiten so diese Dealbreaker, also weil wenn auf der schlechten Seite Dealbreaker sind, dann nützt es überhaupt nichts, wenn der Sex geil war, es unter Umständen zwischendurch mal schöne Zeiten gab und die auch besonders schön waren. Das nützt gar nichts, ne? Wenn man mit so einer Person einfach nicht leben kann auf die Dauer. Ne? Und da muss man wirklich hart dran arbeiten, ja, wirklich sich klar zu machen, ja, auch wenn es zwischendurch sich so wahnsinnig richtig angefühlt, Soulmate, und ja, da sollte man wirklich mal gucken. Ich weise auch nochmal hin auf das Video mit der Verpackung, ne, ob man nicht da so einer super Verpackung ein, ja, auf den Leim geht so ein bisschen, ne, was nicht super jung, super sexy, super Beruf, super Status, super dies, super das, ne. Und da aufgrund dieser Verpackung dieser Person diesen riesen Wert zuweist, sie auf einen Podest stellt, auf einen Sockel stellt und sich dann wundert, dass dieser Liebeskummer nicht aufhört. Ne? Also was davon ist wirklich real? Also nochmal zusammengefasst, wie war es überhaupt verteilt mit guten, schlechten Zeiten? Gab es auf der schlechten Seite wirklich ganz harte Dealbreaker? Und hänge ich nicht an der Verpackung, weil das natürlich für mich einen Ego-Boost bedeutet. Ne? Also mir ist das jetzt gerade die letzte Zeit nochmal wirklich massiv aufgefallen, dass eigentlich bei den Geschichten, die ich gehört habe, eigentlich immer irgendwas mit der Verpackung dabei war. Ne? Also jemand, der 20 Jahre jünger war oder Model oder Sportmodel oder ich weiß nicht was. Und ja, klar, das ist nice, ne? Aber also erstmal ist es so eine Reflexion,
Also je mehr, je weniger Selbstwert man sich selber gibt, umso mehr steht man halt auf diese Verpackungen, ne? Also wenn man wirklich mit sich im Reinen ist, dann muss man sich nicht unbedingt aufwerten durch irgendein, weiß ich nicht, keine Ahnung, Instagram-Sternchen oder was das ist, oder irgendein, weiß ich nicht, Holzfäller, Forstobermeister oder was auch immer ihr unter einer guten Verpackung versteht. Und ja, also das muss man sich immer wieder klar machen. Sonst bleibt man da irgendwo auf diesem Trip hängen. Ne? Es muss, so für mich muss es dieser, muss es jemand sein mit dieser Verpackung, sonst alles andere ist nicht gut genug. Und ja, und man sieht so ein bisschen, also man nimmt diese äußeren Werte oder Verpackung oder auch die guten Zeiten, man halt viel zu wichtig und blendet irgendwie knallhart ja, diesen ganzen Bullshit und Mist aus irgendwo, ne? Und bleibt natürlich auch weiter anfällig für solche gegebenenfalls narzisstischen Typen. Ja, das mal das Wort zum, was haben wir heute? Mittwoch, heute. Es ist so abartig heiß in Deutschland gerade, meine Güte. Gut, ich hoffe, ich konnte noch ein paar zusammenhängende Gedanken fassen hier. Und ja, genau, also ich wollte noch kurz sagen, Selbstliebe-Challenge geht wieder zu los im September und es gibt jetzt die Möglichkeit, ja, zum Liebeschip-Coach, ne, für Einzel- und für Paarberatung findet ihr auf meiner Website liebeschip.de. Und wenn du mal eine persönliche Hilfe willst, findest du da auch weitere Informationen. Die nächsten Kurse sind in Murnau, München und Hamburg. Murnau, Berlin und Hamburg, das werden wohl auch so die Schwerpunkte sein. Und wir werden uns bald wiedersehen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Hemschemeier. Ich bin Paartherapeut in Hamburg und dies ist mein Video-Newsletter rund um die Themen Dating, Beziehung, Liebe. Ja, heute wird es um den bösen, schmerzhaften Liebeskummer gehen, der ja jeden irgendwann oder mehrmals im Leben mal ereilt und ja, eines der wirklich unangenehmsten Gefühle, die man haben kann. Forschung sagt, das sind eigentlich ganz ähnliche Gehirnregionen betroffen, wie bei körperlichem Schmerz, und es ist für viele wirklich eine ganz furchtbare Erfahrung. Und ja, die man eigentlich ein bisschen sehen kann als so eine Art Entzug regelrecht, ne? Man hat natürlich bestimmte Liebesgefühle gehabt, die auch ja unterlegt sind bestimmten Hormonen und so weiter, und wenn dann eine Beziehung plötzlich auseinanderbricht und eben ja dieses, das einfach nicht mehr da ist, dann ist das ein Zustand, den man wirklich am besten mit so einem wirklich harten Entzug vergleichen kann. Und ja, ich würde ganz gerne noch ein paar Sachen zu sagen. Logischerweise spielt es da durchaus eine Rolle, ob man jetzt derjenige ist, der eine Beziehung beendet hat, was natürlich meistens mit eher weniger Liebeskummer einhergeht, oder ob man der Verlassene ist. Aber es gibt durchaus auch Situationen, wo man ja vielleicht aus Kopfgründen eine Beziehung beendet und die Gefühle noch voll da sind, dann ja, kann es durchaus für beide wirklich eine sehr sehr schwierige Erfahrung sein. Ja, es gibt so verschiedene Phasen in diesem Liebeskummer, die ich mal kurz durchgehen möchte. Erste Phase ist eigentlich so eine Schockstarre. Man hat es vielleicht kommen sehen, aber wenn es dann kommt, ja, ist man doch total geschockt. Viele sagen so Gefühl von dumpf sein oder einfach nur absolute Leere. Das ist eigentlich eine Abwesenheit von Gefühlen. Das geht meistens relativ kurz. Unter Umständen, weiß ich nicht, wenige Tage oder nur einen Tag. Und nächste Phase, die dann typischerweise kommt, ist Wut. Also man ist natürlich, ja, hinter Wut steht meistens Angst, Verletzung. Also man ist eigentlich total verletzt oder hat auch Angst oder was auch immer, was kommt jetzt. Oder ist total gekränkt und ja, und schlägt dann häufig nochmal um sich mit vielleicht wüsten Anrufen, Briefen, Beschuldigungen, die man vielleicht mit ein bisschen Abstand nicht mehr so sieht, aber ja, die einfach so, ja, aus so einer momentanen Kränkung kommen und
wo man alles nochmal um sich haut und Frust ablässt und ja, sicherlich nicht so, ja, ganz bei sich ist in der Regel. Ja, und damit einher, was oder häufig als nächster kommt, ist so eine Art Aktivismus und auch eine wichtige Phase ist, dass man, ja, insbesondere wenn man es vielleicht nicht will oder wenn man gegangen ist, da auch unsicher ist, dass nochmal so eine Phase von Aktionismus ist, nochmal, hey, willst du was wirklich, bist du wirklich sicher, wo man vielleicht nochmal versucht, das umzudrehen oder irgendwelche Verzweiflungsaktionen macht oder hinfährt oder oft anruft und ja, Sachen macht, die man vielleicht auch mit ein bisschen Abstand anders sieht. Da kommt eigentlich ja die eigentliche, die ätzendste Liebeskummerphase und man sieht ein, es gibt erstmal keine Hoffnung, es ist jetzt so und ja, dann setzt eigentlich wirklich dieser eigentliche Liebeskummer, also dieses ja, extrem schmerzhafte Gefühl, manche sagen ja, wie ein Loch im Bauch, fühlt sich an wie Sterben, also ja klar, kennt wahrscheinlich jeder von euch, extrem unangenehm, was dann wirklich, ja, allen dann je nach Länge der Beziehung, auch je nachdem, wie stark die Beziehung von Nähe-Distanz-Wechseln geprägt war und natürlich, ja, wie sehr man sich, wie viele Emotionen da waren, wie sehr man sich geliebt hat, so wie man die eigene Zukunft einschätzt, je nachdem dauert das halt unter Umständen längere Zeit. Ja, was jetzt der beste Umgang damit? Die goldene Regel für Liebeskummer ist eigentlich, die ja keinen Kontakt mehr zu halten, weil ja, wenn man jetzt voneinander loskommen will, muss irgendwie diese Achterbahnfahrt von schmerzhaften Gefühlen stoppen will, das ist tatsächlich am besten oder der kürzeste Weg daraus ist einfach den Kontakt mal für eine Zeit komplett runterzufahren. Das ist erstmal so ein bisschen als Selbstschutz, einfach um diese wirklich giftigen kommunikativen Teufelskreise zu durchbrechen und da wirklich rauszukommen und wirklich mal wieder zu sich zu finden. Ist aber auch ein Schutz für den Partner, weil der vielleicht auch zur Ruhe kommen muss, der sich erstmal wieder sammeln muss und sich auch erstmal wieder finden muss. Also ist eigentlich ein Schutz für beide und ja, und unterbricht wirklich diese dann, die in der Regel vorher stattgefunden haben, dann wirklich toxischen Kommunikationskreisläufe, Teufelskreise mit, ja, Grenzüberschreitungen auf der einen oder auf der anderen Seite und viel, viel Schmerz. Also kein Kontakt heißt natürlich, ja, nicht anrufen, kein SMS, kein WhatsApp, kein Facebook-Profil angucken, unter Umständen entfreundet man sich sogar, um da nicht Gefahr zu laufen, das doch zu tun, alle Sachen mal wegpacken, nicht über Dritte miteinander kommunizieren, Familie und so weiter. Und dann einfach erstmal wieder ja, zu sich zu finden und zur Ruhe zu finden. Für denjenigen, der gegangen ist, ist natürlich vielleicht für den erstmal mehr eine Erleichterung auch, aber er kann sich auch nochmal gucken, ist das wirklich das, was ich will, was ist mir da passiert, was will ich anders haben, vielleicht in einer neuen Beziehung. Fühlt sich das auch nach einer gewissen Zeit noch richtig an, für mich dieses Gegangensein. Und für den, der verlassen wurde, ja, es ist eigentlich noch mehr auch zu gucken, was ist schiefgelaufen hier, ist das der richtige Partner, will ich das eigentlich so, will ich sie ihn zurückhaben, will ich weiter, was kann ich lernen aus dieser Beziehung, wo habe ich, hat die Beziehung Schwächen offenbart, an denen ich vielleicht erstmal arbeiten muss, also zu diesem Nicht-Kontakt sollte dann auch kommen, wirklich an sich arbeiten, über sich nachdenken, vielleicht beraten lassen, Sport ist eine super gute Idee und natürlich ist das eine Zeit, wo man total seine Freunde braucht, Familie braucht und so weiter. Wie lange so eine Nicht-Kontakt-Phase geht, kann man natürlich vereinbaren, vielleicht geht das auch nicht mehr, sicherlich redet man da über diverse Wochen. Muss man vielleicht ein bisschen sich reinhorchen, aber sicherlich in der Regel, was, wenn man jetzt nicht Kinder hat oder sonstige Sachen zu regeln sind, ja, was 4, 5, 6, weiß ich nicht, Wochen durchaus vernünftig Sinn machen kann oder vielleicht sogar noch deutlich länger. Auf jeden Fall ist es keine gute Idee, wenn einer oder was eventuell der
derjenige, der verlassen hat, macht, dieses Lass uns Freunde bleiben, das ist absolute Verlängerung des Schmerzes, sollte man auf gar keinen Fall machen. Freunde sein geht nur, wenn man sich komplett entliebt hat und dafür braucht man definitiv erst diese Nicht-Kontakt-Phase. Ja, wie sieht es danach aus? Also, wenn man derjenige ist, der gegangen ist und das überlegt, war das richtig? Klar, ist natürlich logisch, kann man Kontakt aufnehmen zum anderen. Aber auch wenn man derjenige ist, der verlassen worden ist, ja, ist sicherlich erstmal eine Entscheidung zu treffen, wie verfährt man weiter. Und wenn man den anderen überhaupt zurückkam, wie sieht man die Beziehung? Und auch da gibt es natürlich die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und dann einfach zu gucken, wo steht man jetzt? Trifft man sich nochmal? Wie geht's weiter? Oder sich unter Umständen auch zu entscheiden, ja, diesen Nicht-Kontakt einfach fortzuführen. Große Frage ist natürlich, datet man schon wieder in so einer Zeit? Da gibt es ja, die verschiedensten Ansätze, sag ich mal. Also es gibt Leute, die sagen, ja, auf gar keinen Fall, die Gefahr ist total groß, dass man ein ganz ähnliches Beziehungsmuster nochmal fällt. Man muss sich erstmal wieder alleine finden. Man muss ja auch sowieso alleine klarkommen, weil das eine gute Grundvoraussetzung für Beziehungen ist. Anderen sagen, ja, lieber wieder schnell in den Sattel, weil, ja, was beste Ablenkung von Liebeskummer ist vielleicht, ja, dass man jemand anderen Tolles trifft. Also ich würde tatsächlich sagen, ja, kann beides Sinn machen, kann Sinn machen, sich diese Zeit zu nehmen. Aber wenn man jetzt gerade in der Zeit wirklich einen tollen Menschen trifft, wäre es auch aus meiner Sicht Quatsch, den nicht zu daten, den nicht zu treffen und nicht zu gucken, wie ist es mit dem. Weil jetzt also sozusagen dann ins goldene Buch des Datings zu gucken und zu sagen, nein, das geht jetzt nicht, wir treffen uns erst in 3 Monaten, dann ist der andere vielleicht weg und dann ärgert man sich schwarz, halte ich auch für kompletten Quatsch. Also ich finde, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Ja, also, aber was auf jeden Fall Sinn macht, ist sicherlich, es langsam angehen zu lassen und nicht Dinge zu überstürzen oder aus so einer Überemotionalität zu handhaben. Aber eben dafür ist diese Nicht-Kontaktphase total gut, runterzukommen, negative Teufelskreise zu durchbrechen, sich erstmal zu entlieben, weil wenn irgendwas grundsätzlich zusammengehört, dann gehört es halt auch danach noch zusammen und wenn es zerfallen soll, dann zerfällt es halt dann in der Zeit und das ist dann ist es auch absolut richtig so. Aber da wirklich mit nüchtern drauf gucken zu können, kann man sicherlich erst mit diesem Abstand und nicht immer den anderen andauernd im Gesicht hat, andauernd vor Augen hat, dann ist es unmöglich, da einer vernünftigen Weise drüber nachzudenken. Ja, wenn Ihnen dieses Video gefällt, teilen oder liken Sie es gerne. Auf eheberatung.info können Sie Termine meiner Praxis machen, online oder persönlich oder per E-Mail-Beratung. Es gibt eine App im App Store mit Namen Paarberatung. Und Sie finden Ausbildung zu meinen Informationen zu meinen Ausbildungen in Hamburg und Berlin. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich war wieder surfen auf der, Snowboarden auf der Zugspitze und meine Haut kann das einfach nicht ab. Das sind, brauchte aber nichts zu schreiben. Fucking minus 15, 17, 18 Grad ist einfach so unglaublich kalt. Aber egal. Wir haben mal wieder ein ganz cooles Thema zu Liebeskummer und so weiter. Und so Verletzung der Null-Kontakt-Regel, also keinen Kontakt mehr zu haben. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, weil, glaube ich, hier so Gedanken geschildert werden, die, glaube ich, viele so haben und, naja, die aber nicht viel bringen, ne? Also, diesmal von einem Mann. Schlimmer Liebeskummer nach längerer Trennungszeit. Hallo, lieber Christian. Zunächst an dieser Stelle lieben Dank für deine Videos. Kurz zur Vorgeschichte, ich bin Anfang 50, ja, lange verwitwet und habe 3 erwachsene Kinder. Ja, du hast dann nach dem Tod deiner Frau noch immer mal wieder weiter gedatet und auch so deine Schwierigkeiten gehabt. Ich bin der Meinung, so wie ich es auch in meiner Ehe gelebt habe und als Kind schon vorgelebt bekam, dass man in einer echten, wahrhaftigen Partnerschaft auch Konflikte aushalten und auch mal durch
Täler gehen muss, denn nur am Anfang ist alles rosa-rot und die Hormone fliegen. Danach kommt echte Beziehungsarbeit. Ja, ist heutzutage aber nicht mehr so angesehen, scheinbar. Von meiner letzten Beziehung habe ich mich vor circa 11 Monaten getrennt. Es war eine 3-jährige Fernbeziehung. Konnten uns jedes zweite Wochenende sehen. Wäre mir persönlich schon zu wenig. Also ich finde, dass, also viele, die mir schreiben, sind ja so, bei dir weiß ich jetzt nicht, aber sind ja so ein bisschen latent pluspolig bis Möglichkeit, sich so liebessüchtig zu fühlen, haben wir natürlich alle mehr oder weniger, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, und was soll ich sagen? Also man sollte da möglichst Beziehungen führen, die von vornherein nicht so zu Krümelbeziehungen werden. Ich sag's mal so. Und für viele Menschen ist alle 2 Wochen sehen zu wenig, so, ne? Und geht nicht. Also oft ist dann auch der Wille einfach nicht da. Irgendwie geht schon. Und vielleicht datest du dann jemanden, der halt so eine sehr dünne Beziehung will, aber das ist nicht das Richtige für dich dann so, ne? Also ich persönlich sage immer, eine Beziehung, wo man sich nicht in der Regel wöchentlich sehen kann, ist, glaube ich, für Menschen, die so einen angeknacksten Liebeschip haben, nicht unbedingt das Richtige so, ne? Wirklich tolle Frau, ich habe sie damals gesehen, sofort gewusst, mit der will ich nun alt werden. Ja, solche Gedanken sind, ich sag's ungern, immer so ein bisschen pluspolig, ne? Ich meine, du weißt es nicht. Und das ist, da geht das schon los mit dieser Fantasie. Ja, mit dieser Frau werde ich alt, ja. Ich sag ja, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, ne? Sag ich immer wieder. Und ja, das ist, ich glaube, in einer gesunden Beziehung, also sagen wir mal so, Leute, die jetzt von vornherein einen sicheren Bindungsstil haben, von denen ist das vielleicht anders, aber wenn man sich so erholt, wenn man sich so rausgearbeitet hat aus seinem dysfunktionalen Liebeschip und so, sagt man sowas nicht so schnell nochmal, ne? Erstmal, weil man weiß, was alles passieren kann und man weiß, dass so absolute Sicherheit, dass jemand der Richtige ist, ist oft eher ein schlechtes Zeichen. So verrückt ist das leider. So, auch sie sah das alles so und wir haben uns sehr aneinander verliebt. Ja, aber warum, wenn das denn so ist, warum seht ihr euch nur alle 2 Wochen? Ich vermute jetzt nicht, dass einer in Südamerika lebt und der andere in Deutschland. Ja, wenn das alles so toll ist, ne? Es ist so ein Fall, wo es menschlich total passt. Sie war auch ein bisschen jünger als ich, aber unsere Leben sind so verschieden, wie sie nicht verschiedener sein könnten. Ich wohne auf dem Land und sie, also mit meinen 3 Kindern und sie hat keine Kinder. So, jetzt lese ich hier, ihr wohnt mal so bummelig 200 Kilometer entfernt. Sorry, da kann man echt abends hinfahren, wirklich. Habe ich alles schon gemacht. Also, das ist einfach mangelnder Wille, sich zu sehen von einer Seite. Also von dir war es offensichtlich nicht. Wurde ich mal von ihr. Und das passt einfach nicht damit zusammen, dass man so verliebt ist und zusammen alt werden will. Ihr müsst halt immer wieder diese Worte, also ich weiß, ich wiederhole mich unendlich hier auf dem Kanal, aber Worte sind wirklich nichts wert, wenn sie nicht durch Handlungen gedeckt sind, so, ne? Ja, da wo sie wohnt, fühlt sich auch nicht heimisch, beruflich ist sie ein bisschen unzufrieden, wollte unbedingt Familie. Und sie hat dich dann so ein bisschen gefuture-faked, was ja auch schon ein sehr schlechtes Zeichen ist, dass sie zu dir ziehen will und du hast dich dann umgeguckt nach einer Wohnung und jetzt schreibst du jetzt aber, je mehr du dich bemüht hast, umso mehr hat sie sich zurückgezogen. Ja, ist wie es ist und so verliebt war sie dann scheinbar schon nicht mehr, sonst würde man das ja nicht machen. Oder beziehungsweise ihr habt ja auch nicht richtig, vielleicht habt ihr auch nicht richtig drüber geredet oder so, das kann natürlich passieren. Aber im Endeffekt will sie dich nicht so oft sehen, wie du sie, ne? Je aktiver, also sie hat sich zurückgezogen, auch körperlich, ja. nach 1 bis 2 On-Offs, was man bei einer Fernbeziehung nicht so wirklich merkt, wenn man sich mal 5 Wochen nicht sieht. Leute, Standards und Dealbreaker, wenn euch jemand sagt, wir sehen uns jetzt 5 Wochen nicht
Und ihr seid mal gerade hier ein halbes Jahr zusammen, 4 Monate zusammen, 5 Monate zusammen. Da müsst ihr sagen, was ist los? Was soll der Scheiß? Habe ich keinen Bock drauf? Und also eigentlich alle, die mir hier schreiben, fast alle, kann ich immer wieder sagen, ihr müsst viel härter werden. Viel härter, ne? Einfach sagen, boah, was soll der Scheiß? Wir haben sowieso schon eine Fernbeziehung und dann sehen wir uns 5 Wochen nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Und so müsst ihr auch reden mit dem Partner. Habe ich keinen Bock drauf. Was ist los? Hast du keine Lust, mich zu sehen? Und bringt die Sachen auf den Punkt. Also dann lieber gleich beenden irgendwie so, als sie vor sich hin dürbeln zu lassen. Aber ich vermute mal, dass sie sich so ein bisschen am Haken hält, kommunikativ, aber wirklich viel machen tut sie nicht. Und dann seht ihr euch 5 Wochen nicht, ne? Wobei immer sie diejenige war, die die Beziehung aufrechterhielt. Also lange Telefonate mit viel Aussprache und natürlich Versöhnungsbacksport. Okay, das können wir auf die Plusseite packen, also positiv, ja. Ich habe mich dann aber in einer Frustsituation im März letzten Jahres die Beziehung endgültig beendet. Ja, und ich denke, es war einfach nicht das, was du wolltest, ne? Es ist die erste Beziehung in meinem Leben, die ich aktiv beendet habe. Das ist immer gut. Jeder sollte mal beide Positionen erfahren haben. Das macht so ein bisschen demütig. Aber gut, ja. Man muss dazu sagen, dass ich fast immer gefahren bin. Wenn immer nur einer fährt, nicht gut. Gar nicht gut. Und sie hat so ein bisschen ihre Arbeit davor geschoben. Ja, gut. Kann das jetzt nicht beurteilen, aber es ist ja in der Regel, es ist so, ich erinnere mal an Prinz Harry, der hat sein Land verlassen, seine Familie aufgegeben für eine Frau. Sicherlich, ob das jetzt eine gute Idee war, lassen wir mal dahingestellt. Und habe ich auch gerade so ein Reel zugemacht und ja, und sie kommt nicht da von ihrem Beruf weg und kann ich nicht besuchen. Ja. Immer nur Fakten. Alles andere ist uninteressant. Ja. Zudem hatte ich das Gefühl, dass sie gerade so viel macht, um die Beziehung im Status quo aufrechtzuerhalten. Ja, das hört sich ganz so an. Und es ihr so genügt, wie es ist. Ja, ist ja auch in Ordnung, aber es wird halt so ein bisschen manipulativ, wenn man das verbal anders rüberbringt, ne? Also so, wenn sie jetzt auch sagen würde, so ganz ehrlich, ich bin einfach nicht so der Beziehungsmensch und mir reicht das, wenn wir alle 2 Wochen mal Gänseblümchen pflücken oder so, dann weißt du ja, wo du dran bist, aber wenn du dann so ein bisschen gefuture-faked wirst, ne? Ja. Future-faking ist ja auch eins der wirklich problematischen Sachen, finde ich. Aber gut, schreibst ja auch nicht so viel drüber, ja. Ich habe einfach nach 3 Jahre waren das ja auch, ja, egal, aber es ist auch wurscht. Keine Perspektive, auch kein kleiner Wille von ihr gesehen, was zu verändern, zumindest mal drüber nachzudenken. In meinem Freundeskreis haben mir meine Freunde zu verstehen zu geben, dass ich ein totes Pferd reite. Ja, Freundesmund tut Wahrheit kund oft, ne? Die ersten 6 bis 7 Monate nach der Trennung hatte ich kaum Liebeskummer, war befreit, habe mein Leben so genossen. Nice, geiles Leben gemacht, fühle mich auf die Kinder konzentriert. Ich meine, du hast ja auch Kinder und trotzdem nimmst du die Zeit, ne? Es gab 0 Kontakt zur Ex. Ich hatte auch ein paar Dates, was aber überhaupt nicht meinen Erwartungen entsprach und ich merkte, dass ich noch nicht so richtig frei bin. So, jetzt geht's los. Am Geburtstag eines meiner erwachsenen Kinder oder heranwachsenden Kinder hat sie dann ein wirklich schönes Überraschungsgeschenk geschickt. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Also ich sage euch ganz ehrlich, für mich ist das manipulativer Scheiß. Was soll das denn? Also entweder sie sagt, hey, das ist scheiße gelaufen. Lass uns reden, lass uns wieder treffen, lass uns, und dann konkrete Vorschläge, mein Beruf habe ich jetzt ein bisschen anders gemacht, ich würde jedes zweite Mal zu dir kommen und so. Nein, das ist wieder dieser, also ich persönlich, ich weiß, du siehst das anders, für mich ist das so minimaler Aufwand. Ich meine, es ist mehr als eine WhatsApp schicken, ich vermisse dich, aber das ist, was typischerweise so Leute machen, die einfach, ja, sie will diese Beziehung aufrechterhalten, also bedeutet es ihr schon irgendwas. Aber dieses Geschenk kommuniziert nicht, ich werde mir in Zukunft mehr Mühe geben, sondern ja, habe ich keinen Bock drauf, dass du jetzt einfach weggehst und mich hier so stehen lässt.
Und klar, sollst du wieder rangeholt werden, aber es ist hier nicht erkennbar, dass sich irgendwas verändert, so, ne? So, das ist jetzt wirklich interessant. Es hat so 6 bis 7 Monate kein Liebeskummer. Mal gucken, was diese Scheiße jetzt mit dir macht hier, ne? Ich war sogar leicht sauer, habe mich aber trotzdem gefreut, dass sie noch an meine Kinder denkt. Ach. Wie viel Aufwand ist das und was ist ihr Ziel? Ist ihr Ziel jetzt wirklich, eine gute Beziehung zu deinen Kindern aufzubauen? Doch wohl nicht, es geht um dich, ne? Und was will sie denn jetzt hier? Also natürlich will sie Kontakt. Aber ich sehe nirgendwo, dass sie bereit ist, mehr zu geben, ne? Oh Mann, ey, ich habe sowas auch so oft erlebt. Ey. Oh Gott, ey. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ja. So, ab dem Zeitpunkt ist wieder ein loser Kontakt entstanden. Ich würde mal behaupten, vielleicht bin ich jetzt zu negativ, könnt ihr gerne kommentieren, genau was sie wollte. Bei dem sie immer wieder betont, sie wolle nichts aufwärmen. Ja, aber warum meldet sie sich dann? Warum zum Fick kann sie dich nicht in Ruhe lassen und muss sich dann wieder melden und dann sagt sie aber gleichzeitig, ich will nichts aufwärmen. Das ist so... Das riecht mich richtig auf, Leute. Es riecht mich richtig auf. Also wirklich. Das ist, als wenn du einem Hund Essen hinstellst und wenn er dann essen will, dann ziehst du es wieder weg und dann sagst du, ich wollte dich gar nicht füttern. Wollte dann nur mal Essen hinstellen. Ich weiß gar nicht, was du hast, irgendwie so, ne? Das ist total, ich finde das manipulativ, ne? Was will sie denn? Warum kannst du nicht einfach sagen, was sie will? Vielleicht sagt sie, ich will einfach, hab keinen Bock auf Beziehungen, aber zweimal im Jahr Vögel mit dir, ja, und bloß keine Verpflichtungen. Das macht sie, also jetzt macht sie irgendwas und sobald du wieder anspringst, damit du bloß nicht denkst, du dürftest jetzt irgendwelche Erwartungen haben, sagt sie, sie will nichts aufwärmen. Ja, was will sie denn dann? Dann soll sie sich doch in Ruhe lassen. Mann, ey. Oh, das riecht mich richtig auf, ey. Sie denkt so oft an uns, ja und was, da kannst du auch nichts von kaufen. Und sie hat sogar einmal geschrieben, dass sie uns vermisst. Oh. Leute, heute geht diesem romantischen Scheiß nicht immer so auf den Leim, ey, wirklich, ey. Fakten, 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 Fakten. Ich sehe keine Fakten, ey. So, und oder selbst wenn sie jetzt sagt, hey, ich komme mal vorbei, ich komme jetzt zu dir. Aber sie macht nichts, sie macht absolut fucking nichts. Und ich könnte wetten, dass sie einfach nur diese Aufmerksamkeit haben will und die sie jetzt nicht mal kriegt. Und sie macht nichts. Ist sie jetzt zu dir gekommen oder hat sie irgendwie gesagt, was sie will? Nichts wirklich, außer dieses eine Sache, dass sie wieder in Kontakt kommen, dieses Geschenk. Ey. Also vielleicht bin ich da jetzt zu negativ, das ist einfach nur meine Meinung. Ne? Ja. So. Ja. Ich schreibe dann kurz, meist kurz und höflich zurück. Zuletzt, ja, aber du kommst jetzt schon wieder, jetzt geht der Mindfuck nämlich wieder los, ne? Zuletzt vor ein paar Wochen hatte ich ihr eine längere Nachricht geschrieben, wo ich nochmal zum Ausdruck gebracht habe, dass die Würfel längst gefallen sind. Ja, dann solltest du aber auch keinen Kontakt mehr mit ihr haben, sorry, bis du drüber weg bist, ne? Oder in einer neuen Beziehung bist und dann schon mal gar nicht mehr. Und sie selber schuld sein, nicht mal rechtzeitig aktiv zu werden. Ja, aber warum bist du noch mit ihr in Kontakt? Ja, was soll das bringen? Sie macht keinerlei Anstalten, dass sich irgendwas geändert hätte. Ne? Ich hätte sie ja auch unterstützt, aber wirklich Bock drauf muss sie schon haben. Ja, und der Zug ist abgefahren, hat sehr lange im Bahnhof gestanden und sie hat nicht mal eine Fahrkarte gekauft. Ja, zu viel Energie von einer Seite wieder, ne? So, dann hat sie wieder irgendein Päckchen geschickt. Oh. Was mir echt irgendwie unangenehm war. Das finde ich richtig gut, dass dir das unangenehm war. Also, weil du dich einfach fragst, was soll der Scheiß? Finde ich gut, dass dir das unangenehm ist, ne? Jetzt eigentlich, ich meine, eigentlich hättest du die Müll schmeißen können, die Sachen, ne? Wirklich, So, seit dieser Zeit habe ich sehr viel Grübeln, echt tiefen Herzschmerz und Sehnsucht. Ja, das ist, wenn du aus dem Nullkontakt rausgehst, das passiert dann. Da geht sofort der Scheiß wieder los und du bist wieder genau an dem Punkt, wo du vorher warst. Sie macht nichts, sie krümelt, sie hält dich im Kontakt
Und du lässt es zu. Ne? Und jetzt springt wieder dein Fantasiemodus an. Oh, was könnte alles sein? Oder auch allein dieses ein bisschen, warum macht sie das? Warum macht sie das? Das ist ja auch so eine ganz starke Sache, die uns liebessüchtig macht. Dieses warum macht sie das? Warum macht sie nicht jenes? Was soll das? Deswegen ist Kontakt immer scheiße. Ne? Manchmal würde ich gerne mitten in der Nacht ins Auto setzen und einfach hinfahren. Ja, dann bist du hinterher der Stalker. Aber guck mal, du würdest wieder hinfahren. Sie macht keinen Schritt, ne? So. Ich denke manchmal, ich weiß auch nicht, ob sie inzwischen wieder einen Partner hat oder längst abgeschlossen hat. Ja, sie gibt dir nichts außer diese blöden Geschenke wirklich und diese Dinge nur aus Freundschaft oder Langeweile macht. Ja. Wo habt ihr eine Freundschaft? Sehe ich nicht. Aber Langeweile ist schon ein bisschen gehaltvoller. Ich denke manchmal, wir waren echt seelenverwandt. Also Leute, damit beißt ihr bei mir auf Granit mit so einem Scheiß. Wirklich, damit braucht ihr mir nicht kommen. Da geht zu irgendeinem ESO-Kanal und schreibt denen, dass ihr seelenverwandt seid. Sorry, da kommt ihr bei mir nicht weiter. Aber wir sind aus einem spirituellen Grund zusammengekommen. Ja, meinetwegen. Aber was ist denn der Grund? Dass ihr so eine Dreckskrümelbeziehung weiterführt irgendwie? Oder war vielleicht der spirituelle Grund, dass du dich weiterentwickelst und deine Standards und Dealbreaker klarziehst und sie dein Arschengel ist? Damit würde ich also auch noch mitgehen. Hat wirklich große Träume? Ja, also wenn wirklich für jeder, der mir schreibt, wenn der mir für die großen Träume, die in seiner Krümelbeziehung waren, wenn er dafür mir einen Euro geben würde, dann wäre ich steinreich, ne? Wirklich da. Das Träume, das ist genau der Punkt. Träume, Fantasien, keine Fakten. Es passiert ja nichts. Ich habe einmal zu ihr gesagt, du bist mein letzter Versuch. Und bei mir sind Wörter echt, bei mir sind Wörter kein Scheiß. Okay, warum redest du dann mit ihr? Warum? Sie hat mich auch sehr stark an meine verstorbene Frau erinnert. Boah, ja, das ist natürlich hart. Das ist echt difficult, ne? Schon eine sehr schwierige Situation. Ne? Auch Modul 1 hat mir bisher nicht so richtig gefruchtet, denn ich kann mich echt beim besten Willen nicht an irgendein Problem meiner Kindheit erinnern. Bin sehr gut, gesund, konservativ, liebevoll und behütet erzogen. Hatte eine tolle Kindheit. Ja, aber das ist dann wirklich einer der unwichtigsten Punkte von Modul 1, wie deine Kindheit war. Da geht es vor allen Dingen um Standards und Dealbreaker und Bindungsangst, Verlustangst und er sollte nicht ein Dealbreaker sein, dass seine Freundin sich in irgendeiner Weise bemüht. Sollte das nicht eine Sache sein, die auf deiner Dealbreaker-Liste steht irgendwie und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Geschenke in der Gegend rumschickt und irgendwie so Mindfuck mit dir macht? Das muss ja gar nicht absichtlich sein, das will ich ja gar nicht unterstellen. Wie jetzt seine Kindheit ist, das spielt man im Modul, das ist sicher manchmal interessante Erwägung, wo bei dir jetzt nichts ist, war alles gut. Außerdem müsstest du eigentlich bei Modul 0 anfangen, Liebeskummer, weil du hast ein bisschen noch im Kontakt mit ihr und dann kommt man nicht raus aus der Nummer, ne? Hoffe mir jetzt nicht zu streng mit dir, aber ja, ich versuche dich nur ein bisschen wach zu rütteln. So. Zudem kann ich nur sehr schwer manifestieren, habe dazu keine Ruhe in mir. Ja, das ist auch in so einer, ich will das jetzt nicht unbedingt toxisch nennen, aber in so einer, naja, du reagierst ja eigentlich liebessüchtig so ein bisschen, ne? Also insofern schon so ein bisschen toxi ist es schon. Das ist ja meine Definition eigentlich von toxisch und da ist auch schwierig mit manifestieren, weil das per se nicht so eine hohe Schwingung ist, ne? Diese toxischen Beziehungen oder meinetwegen Toxi-Light hier, ist auch egal. So, habt ihr so keine Ruhe mehr. Kann es sein, dass das Universum mir nun immer wieder Zeichen sendet, dass der Film noch nicht zu Ende ist? Das ist das Gleiche wie dieser Seelenverwandtheitskram. Ich verstehe das, wie man auf sowas kommt. Wirklich, verstehe das total. Aber ich sage immer, Fakten. Diese Frau bemüht sich immer noch keinen fucking Millimeter. Die sucht noch nicht mal ein Gespräch mit dir, geschweige denn, dass sie Zeit mit dir verbringen will. Was will die Frau? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber was soll der Scheiß, ne? Sie sagt ja noch nicht mal, sie will wieder Zeit mit dir. Also da ist nichts. Und willst du jetzt wieder die Arbeit machen? Dann ist es wirklich eigentlich noch schlimmer als vorher, so, ne?
Wie kann es sein, dass ich nicht aus meinem Kopf bekomme? Du hast sie aus deinem Kopf bekommen, weil du im Nullkontakt warst und ein nice, geiles Leben gegeben hast. Jetzt gibst du ihr wieder die Chance, in deinen Kopf zu kommen. Das Wichtigste ist wirklich Nullkontakt. Ich sag's gern auch noch in meinem 10.000. Video. Ich sag eigentlich immer das Gleiche. Ja. Wenn mich jemand kontaktiert oder wenn ich mit jemandem Session habe und der sagt, irgendwas funktioniert nicht, ich komme nicht weiter. Das Erste, was ich frage, ist, gibt es noch Kontakt? Und dann wird meistens gesagt, nein, aus, na, ja. Ja, wir schreiben uns ab und zu. Oder ja, ich sage, ja, sorry. Das ist das Erste. Null Kontakt. Ich habe ja nichts dagegen, wenn über jemanden wirklich komplett drüber weg ist. Aber jemand, zu dem man mal liebessüchtig war, sollte man eigentlich im Nullkontakt bleiben. Aber natürlich kann man auch, wenn alles geklärt ist, Kontakt haben zum Ex. Man hat vielleicht schon neue Partner und ich weiß nicht was. Und wenn du so richtig, gehen wir die Dinge jetzt mal anders an. Wenn du jetzt so richtig voll so in deiner Power, vielleicht bist du da auch irgendwann, das ist ja auch alles ein Weg, und nicht so in diesem Verlustangst, Liebessuchtmodus wärst und so völlig bei dir wärst und komplett neutral, ne, und du so gar nicht liebessüchtig, da könnte man auch sagen, ja, weißt du, ich will keine Brieffreundschaft, wenn du mich sehen willst, bewege ich deinen Arsch hierher, dann haben wir ein Date irgendwie, ich bewege mich hier keinen Millimeter, du hast bisher auch nichts gemacht und ja, das könnte man machen, das wäre aber auch wieder scheinbar so ein Dealbreaker. Aber da sie in dir so dieses Liebessüchtig auslöst, ist einfach nur Kontakt das Beste. Ne? Aber es ist deine Entscheidung, ne? Musst da bereit zu sein. Ne? Du sagst, dass man nur Kontakt halten soll. Ja, und du machst es nicht. Aber gibt es auch Fälle, wo man so schnell aufgegeben hat, wo man der Liebe einfach mal eine Chance geben soll? Ja, wie gesagt, ich verstehe diese Gedanken und glaube, jeder ansatzweise Liebessüchtige, auch so in Light-Versionen, geht genau durch diese Gedanken durch. Ne? Sollten wir uns nicht noch eine Chance geben? Können wir nicht wenigstens rumpoppen ab und zu eine Freundschaft plus haben? Aber jeder kommt auch zu dem gleichen Ergebnis. Letztlich hilft nur Nullkontakt. So, ne? Wie gesagt, wenn da jetzt auf ihrer Seite so ein Riesenbemühen wäre, ne? So, sie kommen zu dir, sie wirklich auf einer wirklich stabilen, dauerhaften Basis gibt sie sich Mühe. Sie hat an sich gearbeitet. Also jetzt nicht, dass sie an sich arbeiten müsste, aber sie hat gesehen, ich mache zu wenig, ich muss da mehr machen irgendwie, ne? Ich gebe ihm zu wenig. Und ja, würde ich ja auch mit mir diskutieren lassen, aber das ist einfach nichts, gar nichts. So, oder ist es nur eine rosarote Illusion? Ja. Die mir mein hungriges, einsames Herz vorgaukelt. Yep. Und du hast vielleicht eine glückliche Kindheit, aber du hast natürlich diesen Risikofaktor Live-Event. Das wollte ich auch nochmal sagen. Das sind nicht immer nur die mit unglücklicher Kindheit, ne? Du hast ja ein krasses Live-Event. Wer weiß, wie schlimm das war. Gibt es auch Fälle, wo man so schnell aufgegeben hat, wo man der Liebe einfach nochmal eine Chance geben sollte? Ja, aber nee, also hier auf meinem Kanal kommt es so gut wie nie vor. Klar, wenn man jetzt total im Minuspol hängt und ja, und merkt so, boah, ich habe da zu viel Mauern aufgebaut und ja, also natürlich gibt's das, aber nie in diesem Kontext eigentlich so, ne, wo man schon so in diesem Modus unterwegs ist oder fast nie, sagen wir mal, aber Mann, es gibt so viel Frauen, ey, echt, das ist auch so ein bisschen diesen Mythos, dass es nur diese eine gibt, das ist auch ein Mythos, ne. Wir erinnern uns immer nur an die schönen Momente, verdrängen die schlechten. Ganz genau. Ich will halt nicht irgendwann im Sterbebett liegen und bereuen, dass ich diese Frau nicht mehr aufgesucht habe. Du hast es doch schon x-mal probiert, mit der zu reden. Bin ich mir ganz sicher. Überleg dich mal lieber, ob du vielleicht nicht im Sterbebett lieben möchtest und du hast irgendwie 40 Jahre Krümelbeziehung hinter dir. Das fühlt sich bestimmt auch nicht gut an. Ne? Aber du kannst das gerne durchspielen mit dem Sterbebett, aber dann überleg dir, was die richtige Antwort ist. Ich würde mich sehr über eine ehrliche Antwort freuen. Ja, das habe ich dir gegeben. Ich hoffe, war nicht zu streng, aber ehrlich war es auf jeden Fall. Und ja, Grüße gehen raus und hoffe, du kannst da irgendwas mit anfangen und triffst natürlich deine eigene Entscheidung. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Hallo, hier ist Christian Hemschemeier. Ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Hier ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und es geht heute um das Thema 0% Kontakt versus 2% Kontakt.
vorab noch ein Mini-Review, das mal so als Beispiel, weil ich das jetzt öfter gehört habe, über diese Hypnotrance-Übung, die sind meine Vertiefungsübungen zum Liebeschip von Petruschka. Sie schreibt, und übrigens, deine Trance-Audios sind der Hit. Du sollst eine CD und einen eigenen Audiokurs nur mit solchen Trance-Meditationen machen, die helfen enorm. Also erstmal würde mich interessieren, habt ihr auch so die Erfahrung, dass diese Trance, falls ihr die Vertiefungsübung macht, dass diese Trance-Übungen eine ganz besondere Wirkung haben? Das würde mich mal interessieren. Und würde einfach nochmal hinweisen auf diese Vertiefungsübungen, die, das ist nicht nur so ein Zusatz zum Kurs Umprogrammierung des Liebeschips, findet ihr alles auf liebeschip.de, sondern ist auch eine Sache, mit der man monatelang arbeiten kann. Also ganz grob gesagt kann man so sagen, der Einstieg für die meisten ist dieser Liebeskummerkurs. Dann machen, glaube ich, viele den Umprogrammierung des Liebeschips-Kurs so als Basis, erstmal überhaupt den Kompass ausrichten, was ist hier los, was für eine Situation bin ich, wie kann ich das verstehen. Und dann sind die Vertiefungsübungen halt auch gedacht, um das Ganze wirklich zu vertiefen, zu verankern und ja, eine konkrete Übung zu geben, mit der man auch wirklich tagtäglich dran arbeiten kann. Und genau, und dann kommt ja vielleicht irgendwann die Dating-Strategien, genau. Und ansonsten die Selbstliebe-Challenge, das ist eigentlich eh, also was ich ab und zu mal mache, diesen Monatskurs, wo dann, wo man sich wirklich mit diesem eigentlich absolut zentralsten Thema befassen kann. Gut, aber zurück zur E-Mail von Irina diesmal. Also sie schreibt, hallo Christian, ich schaue immer noch deine Videos und habe dich schon mehrfach weiterempfohlen. Sehr löblich, das, damit unterstützt ihr meine Arbeit enorm. Und ich wollte auch nochmal sagen, wenn Kollegen das gucken, andere Berater, Therapeuten, habe ich auch nochmal besondere, wenn ihr es an eure Patienten empfehlen wollt, meldet euch gerne bei mir, da habe ich nochmal besondere Tools hier. Gut, es ist nun ein Jahr her und ich bin nicht wieder mit meinem toxischen Partner zusammen. Habe es durchgehalten, mit ihm gar keinen Kontakt zu haben. Gar keinen Kontakt. Außer einer Geburtstagsgratulation im Dezember von ihm und meiner Gratulation im Mai haben wir uns nicht ausgetauscht. Bin jetzt streng, ich weiß, aber das ist nicht null Kontakt, das ist 2% Kontakt. Zeitweise ist es mir sehr schwer gefallen. Es gab aber auch Momente, da konnte ich mich für andere Männer begeistern. Bin aber immer noch Single, obwohl es zum Glück noch Anwärter gibt. Es gibt immer Anwärter. Und das ist gut genug. Leider oft nur auf Abenteuer aus. Darauf habe ich mich nicht eingelassen. Also jetzt nach einem Jahr könntest du gerne mal, also wenn du Lust hast, wirklich dich auch mal ein Abenteuer einlassen oder mal was ausprobieren wirklich mit jemand. Das hilft manchmal dann auch wirklich, um diese letzten Reste noch zu vergessen. Seine Geschenke habe ich teilweise auf den Sperrmüll gebracht. Mein selbstgemaltes Bild für ihn. Mein Bademantel, meine alte Thermoskanne hat er mir vor 2 Tagen ohne jeglichen Kommentar vor die Tür gestellt. Ohne jeglichen Kommentar an mich geschickt. Da es 2 Tage nach seiner Gratulation war, war ich sehr irritiert. Ja, das ist wieder eins dieser typischen Spielchen. In diesem Fall, die Zurückweisungsknopf wird gedrückt bei dir jetzt. Manchmal ist es der Lovebombing-Knopf, manchmal ist es der Zurückweisungsknopf, manchmal ist es der, ich mache irgendwas Bedrohliches-Knopf, manchmal ist es der Schamknopf. Also es ist immer, was am besten funktioniert. Deswegen 0 Kontakt und nicht 2% Kontakt. Genau aus diesem Grund. Ich habe das Gefühl, er will mich wieder provozieren oder verletzen. Ja, ist ihm auch gelungen. Ich habe daraufhin gar nicht reagiert. Ob er möchte, dass ich daraufhin reagiere, oder ist es sein offensichtliches Ende mit mir, was er nochmal untermalen möchte? Nee, es ist einfach das nächste Spielchen. Nun hat mich seine Tochter besucht. Sie ist aus der Nähe von XY mit seinem Auto zu mir gefahren. Sie hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater, hatte dies aber auch 10 Jahre lang zu mir, bis er das Verhältnis gespalten hat und den Kontakt untereinander verboten hat. Nice. Das ist ja auch schon total toxisch. Da ich sie seit 3 Jahren nicht mehr gesehen habe, war ich sehr aufgewühlt. Eigentlich hätte er das Paket auch ihr mitgeben können, habe aber kein Wort drüber gegenüber ihr verloren.
Sie war so etwas wie meine eigene Tochter. Ja, das ist echt bitter. Ich habe es aber geschafft, sie nicht über ihren Vater auszufragen. Wir haben über alles Mögliche gesprochen, aber nur 2% über ihn. Was macht das mit dir? Weiter geht's im Text. Leider war ich nach dem Besuch völlig aufgewühlt, habe nur eine Stunde danach geschlafen. Wieder Rückfall in Liebessucht. Also klitzekleiner Rückfall. Ich überlege, ob es vielleicht auch besser wäre, den Kontakt auch zu seiner Tochter nicht weiterzuführen, da ich immer wieder so sehr an die schöne Zeit mit ihm erinnert werde. Hast du eine Shitlist gemacht? Also wenn du nur über die schönen Zeiten nachdenkst, dann machst du einmal... glaube, du hast meine Kurse nicht. Du machst nicht diese rote Kreuzübung, du machst nicht bist Bänder trennen. Das sind alles die Konsequenzen, die das dann hat, ne? Oder andere Übungen, die... Dass du wirklich, wahrscheinlich hast du keine Shitlist. Das sind alles die Konsequenzen davon, wenn man immer über die schönen Zeiten nachdenkt, die wahrscheinlich nur einen Bruchteil ausgemacht haben der Beziehung und die schrecklichen Zeiten bestimmt nicht wert waren. Aber das, deine liebessüchtige Stimme, die da ja auch viele von uns haben, die sagt dann halt immer wieder, ach, das wäre so schön und da, und zack, ist mal wieder drin im Suchtmodus. Sie möchte weiter gerne in Kontakt zu mir, da sie immer an mir hing. Was soll ich tun mit der Rücksendung meiner Sachen und mit dem Kontakt zu seiner Tochter? Ja, die Rücksendung deiner Sachen, gar nichts. Und dem Kontakt zur Tochter? Also ich kann dir jetzt nicht sagen, das ist eine total beschissene Situation. Auf jeden Fall würde ich sagen, null Kontakt zu dem Ex. Das ist einfach, du machst das für dich, du machst das auch nicht gegen ihn. Das ist auch nicht, wie man sich verhält nach normalen Beziehungen, die zu Ende gehen, nach diesen toxischen Liebessuchtbeziehungen. Das ist null Kontakt, das ist eine Droge. Und da gibt es eben keine Gratulationen und auch keine von ihm. Und du gibst ihm gar keine Möglichkeit, indem du ihn blockst auf allen Ebenen. Und das machst du nicht gegen ihn, das machst du für dich. So, und mit dem Kontakt zu deiner Tochter, zu der Tochter, es geht nur, wenn ihr 0% über ihn redet. 0,00000. Das musst du ihr glasklar sagen, ob sie es versteht oder nicht. Und wenn dich das zu sehr anträgert, also nichts ist so wertvoll wie dein Seelenheil. Na, ich weiß, das ist total ätzend und ich würde mich freuen, wenn das geht mit der Tochter, aber wenn du dann jedes Mal wieder einen Rückfall kriegst in Liebessucht, ist es das in letzter Konsequenz leider nicht wert, so, ne? Oder vielleicht geht es erst zum späteren Zeitpunkt. Außerdem würde ich gerne bei der Selbstliebe-Challenge mitmachen. Ja, geht heute den letzten Tag, kann man noch in den Januar-Kurs einsteigen und dann geht es im März weiter. Oder besser den Liebeskummerkurs bei toxischen Liebeskummer. Du hast noch gar keine Kurse gemacht bei mir. Mensch. Oder ich weiß es gerade nicht, vielleicht hast du auch irgendeinen anderen Kurs. Aber der Liebeskummerkurs, der ist zentral für dich. Da sind eigentlich genau die Tools drin, die du jetzt hier brauchst. Nach dem Besuch seiner Tochter ging es mir erstmal so schlecht und der Kummer war wieder da. Auch die Sehnsucht nach dem, ich dachte, es wäre vorbei. Es ist jetzt, also man macht nie Rückschritte. Das ist auch kein Rückschritt. Das ist einfach eine Erinnerung daran, dass du das noch nicht konsequent genug machst, dass du immer noch bei 2% Kontakt bist und dass du wahrscheinlich noch zu viel über ihn nachdenkst. Aber da gibt es Tools und es ist das ist so leicht wieder anträgerbar, es ist normal. Also es gibt Menschen, die müssen die Stadt verlassen, also das musst du jetzt nicht, aber das reicht mir immer schon, dass man an dem gleichen Ort ist, wo man zusammen war. Also man, wenn man das alles vermeidet, das ist auch keine Schwäche, das ist einfach Anerkennung. Also ein knallharter Alkoholiker geht auch nicht in seine Lieblingsbar, ne? Oder weiß ich nicht, ein Junkie, der hängt auch nicht weiter am Bahnhof rum oder so. Ne, das funktioniert einfach nicht. Ne, das ist zu, das ist eine Sucht. Und ja. Aber wenn du, wie gesagt, das machst, auf Nullkontakt gehst, auch, ich würde dir wirklich sehr diese Übung aus dem Liebeskummerkurs empfehlen, dann bist du, glaube ich, relativ schnell wieder raus. Auf gar keinen Fall jetzt auf irgendwas reagieren und wieder in Kontakt gehen, dann bist du in der nächsten Runde drin. Ne? Würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Antwort schickst, gerne auch als Video. Habe ich hiermit getan. Vielen Dank vorab und ich glaube, dass du hier sehr vielen Menschen wirklich hilfst. Herzliche Grüße. Gut. Irina, hoffentlich ist es einigermaßen verständlich. Ja, was ich hier mit extremem Schlafmangel produziert habe. Liebessucht. So, hoffentlich geht's bald besser und wir werden uns bald wiedersehen. Vielleicht die nächsten Wochen ein bisschen unregelmäßiger wegen Touren auf meiner Seite. Okay, dann bis dann. Murnau, diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe.
Heute geht es um das Thema zurückgesogen werden in toxische Beziehungen. Das ist eine Fortsetzung zu dem Video gestern oder falls du das jetzt zum anderen Zeitpunkt guckst, zu dem Video den Zyklus von toxischen Beziehungen durchbrechen. Da ging es ja darum, ja, dass die Schreiberin hier erst in einer langen und dann in einer kürzeren toxischen Beziehung ist und jetzt gerade raus und ja, jemand, der dann gesagt hat, ich sozusagen habe hier eine auslaufende Beziehung und sie dann in so einem Dreieck gelandet ist und dann Standard gesetzt hat, gesagt hat, ich will das nicht. Und er sich immer nicht darauf eingelassen hat und sie sich dann getrennt hat und jetzt ist sie in diesem toxischen Liebeskummer. Und was halt immer wieder passiert in diesen toxischen Zusammenhängen, ist, dass sie sich eigentlich, ja, eigentlich in aller Regel wieder melden und einen wieder drin haben wollen, weil das ist so, in diesen toxischen Beziehungen halt so, dass der Minuspol einen nicht richtig haben will, aber einen auch nicht gehen lassen will. Also er will sich nicht committen, aber er will auch nicht, dass man geht, weil das ist, also es geht ja um das, sozusagen um das Ego des Minuspols in diesem Fall, dass er bekommt, was er will. Und wenn das sozusagen mit allen Mitteln versucht wird, durchzusetzen, auch manipulativen, ist das eben nicht so schön, ne? Und da muss man eben sehr aufpassen. Also das Problem ist dann, man hat ist in diesem Liebeskummer und nach, was weiß ich, 2-3 Wochen wird er eben richtig extrem. Und wenn man dann noch Kontakt hat und dann geht das Gesülze wieder los, ich liebe dich auch so, bla bla bla, ist die Gefahr halt super groß, wieder da reinzukommen. Und darum geht es jetzt hier in dieser Mail. So, jetzt muss ich mal gucken, wo es weitergeht. Genau. So, erstmal schreibst du dann noch zusätzlich, dass ihr so, dass er sozusagen SM eingeführt hat in euer Beziehungsleben. Das ist gefährliche Sache, ne? Es füttert den Schmerzkörper meiner Ansicht nach. Also, jeder soll machen, was er Spaß dran hat, aber es verschärft diese ganze Dynamik mit diesen Hormonen und macht es einem noch schwerer, da rauszukommen. Und deswegen mich da immer so ein bisschen, ich höre das halt sehr oft in diesen toxischen Beziehungen, dass es da SM gibt. Vielleicht auch ein Teil des Problems, so. Gut, aber das mal am Rande. Gut, also du schreibst, also ich leide trotzdem sehr unter toxischen Liebeskummer und denke laufen, was hätte ich noch anders machen können und denke obsessiv drüber nach, fühle diesen toxischen Liebeskummer. Hab auch den Kurs um Polyamorous Liebeschips gemacht, aber noch keinen Nullkontakt. Ja, ohne Nullkontakt kommt man nicht raus, ne? Wenn man im Kontakt bleibt, heißt das in aller Regel, man geht in die nächste Runde und jede ist auch auf eine Art nicht schlimm. Dann drehst du halt noch eine Runde. Deine Entscheidung. Ich kann nur sagen, in der Regel wird jede Runde schlimmer und schmerzhafter und bis man irgendwann sagt, oh, jetzt reicht's aber echt wirklich. So, wie gesagt, wir reden über jemanden, der mit einer anderen Frau zusammen ist, ne? Muss man sich immer wieder, dass das nicht vergessen wird. So, er schrieb mir am Valentinstag, so, muss ich mal gucken. Er schrieb mir am Valentinstag, dass er mir Liebe schickt und viel an mich denkt. Das ist, was er soll sich trennen, wenn er dich so liebt und dir zusammen sein will, dann soll er dich nicht wie eine Affäre behandeln. Also ich kann da eigentlich nichts anderes zu sagen. Das ist absurd, diese ganze Situation. Ne? Und eine Botschaft aus einem Glückskeks. Da stand drin, sie haben einen klaren Verstand und finden Lösungen für jedes Problem. Ja, soll er sich trennen? Es gibt da nichts zu sagen. Das ist alles so nichts sagen und einfach nur warm halten, oder? Ja. Ja, das ist immer, was weiß ich, dann melden die sich wieder und das ist immer so ein minimalen Aufwand. Ne? Ich vermisse dich, ich liebe dich aber trotzdem. Ja, soll er sich trennen? Also, das ist ganz einfach. Ne? Und das ist, was ich immer wieder sage. Wenn es Dealbreaker gibt, dann ist es egal, was jemand sagt. Das spielt keine Rolle. Das ist einfach nicht machbar. Das ist, wenn du ein Auto kaufen willst und der Händler sagt, ja, aber es ist kein Motor drin, da kannst du noch so viel sagen, die Sitze sind so schön, die Reifen gefallen mir so. Ja, aber es ist kein Motor drin. Was willst du da machen? Das bringt nichts. Ne? Gut. Da schrieb ich ihm auch, dass sie mir solche nichtssagenden Botschaften nicht schicken sollen, damit ich nichts anfangen kann.
Ja, also du sagst die richtigen Sachen, nur dass du in Kontakt bleibst, heißt, dass du noch Hoffnung hast. Ja? Also das ist einfach so. Er soll sich öffnen und die Mauern runterfahren und einfach ehrlich sein. Ja, aber er tut es nicht. Ne? Daraufhin schrieb er mir, dass er die Mauern längst runtergefahren hatte, sich aber von mir etwas Geduld gewünscht hätte. Wie gesagt, jemand, der gesagt hatte, er geht aus einer Beziehung raus und es nicht getan hat. Ne? Und dann wahrscheinlich den Mut gefunden hätte, Entscheidungen zu treffen. Also ich kann nur sagen, wenn du hier drin bleibst, wirst du ewig Affäre bleiben. Aber wenn das deine Entscheidung ist, dann mach es. Ne? Das ist dein Leben. Ne? Nun würde er sich aber zurückziehen, weil er noch nicht so weit sei. Hin, her, hin, her, hin, her. Auch in dem Bewusstsein und der Angst, dass es zu lange dauern kann. Ja, also jetzt ist wieder eine Doppelbotschaft. Er schreibt dir, er liebt dich, aber er zieht sich zurück. Aber ich liebe dich, aber ich ziehe mich zurück. Aber ich liebe dich, aber ich ziehe mich zurück. Aber ich liebe dich, ziehe mich zurück. Ja. Was bringt das? Der mich sehr vermisst und ich eine einzigartige, tolle, wilde Frau sei. So, ja. Mit dieser Nachricht bin ich natürlich wieder am Zweifeln, dass ich ihm vielleicht doch mehr Liebe und Zeit hätte geben sollen. So, jetzt meinst du, es liegt an dir, dass er sich nicht trennen kann von seiner anderen Freundin. Das ist nicht dein Problem. Das hat auch nichts mit dir zu tun. Das ist, wie er ist. Obwohl mein Verstand sagt, dass ich völlig richtig gehalten habe. Ja, ist gut, dass der das wenigstens sagt und seine Botschaft sehr manipulativ klingt. Ja, das ist sie auch, denke ich. Aber ich kann es, ist ja auch egal, ob er es so fühlt in dem Moment oder nicht. Aber es ist auch auf dem Grunde genommen egal, ob es manipulativ ist. Er zieht dich in ein Dreieck. Also es spielt alles überhaupt keine Rolle. Manchmal denke ich auch, dass er vielleicht wirklich so konfliktscheu ist. Ja, es spielt alles keine Rolle. Es ist egal. Er ist kein Single. Er ist kein Single. Er ist kein Single. Er ist auch immer von einer Beziehung in die nächste. Das wäre jetzt gar nicht mal das Problem. Das Problem ist, dass er dich in ein Dreieck ziehen will. Das ist alles nicht das Problem. Hat wohl auch, nachdem er sich getrennt hat, noch 4 Jahre bei der Familie gewohnt, weil er es nicht übers Herz gebracht hat, auszuziehen. Ja, es ist wieder so ein Gewurstel, dass er sich trennt und dann nicht geht von seiner Familie. Das ist Bindungsängstler. Also ich meine, das ist ein toller Mensch und alles, aber es spielt alles keine Rolle. Es spielt alles keine Rolle. Also du versuchst ihn da jetzt rauszulieben und du denkst, wenn du ihn nur genug liebst, dann trennt er sich. Aber so funktioniert das nicht. Du musst hier deine Fersen in den Boden rammen. Die jetzige Freundin anfangs, nee, hab ihm auch entlockt an dem Abend, dass er seine damalige Frau zweimal betrogen hat. Ja, deine Freundin betrügt er jetzt auch mit dir. Willst du mit so einem Dauerbetrüger zusammen sein? Das wird dir auch passieren. Ne? Der ist so. Er ist so. Die jetzige Freundin anfangs ebenfalls mit mir jetzt. Trotzdem habe ich das Gefühl, das erste Mal im Leben einen Mann richtig zu lieben und zu begehren, obwohl er diese dunkle Seite. Sind wir wieder beim Bad Guy? Okay. An sich hat und mein Verstand und all meine Freunde sagen: Finger weg, das hast du nicht verdient. Wie kann das sein? Ja, stehst halt auf Bad Guys vielleicht, weiß ich nicht. Ist auch okay, aber ist es das, was du wirklich willst? Also, auch selbst das spielt keine Rolle. Meinetwegen stehst du auf Bad Guys, aber er ist kein Single. Er ist kein Single. Es spielt alles keine Rolle. Also das ist, und dass du ihn zum ersten, dass du ihn so richtig lieben und begehren kannst, ja, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es deine Bindungsangst, ne? Dass du jemand, er ist ja nicht verfügbar, und dass du richtig Vollgas geben kannst, weil er nicht verfügbar ist und sowieso keine Gefahr droht. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen. Ne? Aber es ist dein Leben, und wenn du sagst, ja, ist es mir wert, scheiß was drauf, bin ich eben die Affäre. Aber dann mach dir klar, dass du immer im Dreieck sein wirst. Also wenn du das akzeptieren kannst und wenn du sagst, ja, es ist okay für mich und ich scheiß was drauf und ist eben so, dann mach das. Also es geht ja darum, was weiß ich, für jeden von uns ist das Leben eine Spielwiese. Ne? Also welches Spiel du da jetzt spielst, ist deine Sache. Ne? Und wenn du sagst, ey, das ist mir alles wurscht, ich liebe ihn so und ich bin auch bereit, ihn mit anderen Frauen zu teilen, wunderbar, aber lügt ihn nicht in die Tasche und denkt, dass er sich trennt. Das würde ich nicht machen. So. Also, weil dann hätte er schon längst gemacht. Ne?
Und also ich würde dir raten, also selbst wenn du da mit ihm in Kontakt warst, würde ich immer wieder sagen, melde dich, wenn du getrennt bist, melde dich, wenn du getrennt bist, melde dich, wenn du getrennt bist. Wie so ein Esel würde ich das immer wieder sagen. Aber es ist deine Sache. Ne? Also ich kann so, und weil ich, wie gesagt, aus meiner Sicht spielt es überhaupt keine Rolle, ob das stimmt, was er sagt, ob er diese Gefühle hat, ob er dich manipuliert. Es spielt keine Rolle, weil er ein Single, weil er nicht Single ist. So. Ne? Und er wird dich auch betrügen, weil warum sollte er sein Verhalten, also wenn er seine ganzen Frauen mal betrogen hat. Aber wie gesagt, wenn du akzeptierst, dass du eine Affäre bist, dann gibt es ja auch kein Betrügen. Ne? Aber denk jetzt nicht, dass es die ewige große Liebe, also wenn wirklich jemand Hals über Kopf in einen verliebt ist, dann will er auch mit dem zusammen sein und dann ja, dann geht er auch aus einer Beziehung raus, das ist meine Meinung, aber gut, vielleicht gibt es Menschen, die können viele Menschen lieben, meinetwegen, aber dann akzeptier das, akzeptier es und denk nicht, dass es anders wird. Gut, aber wie gesagt, so richtig empfehlen kann ich dir das nicht, meiner Ansicht nach wird es sehr wehtun, wenn du da hier weitergehst. Und vielleicht hilft es dir, also ein Liebeskummer ist ja immer, also wenn der Liebeskummer nicht aufhört, dann liegt es, also erstmal liegt es daran, dass du noch in Kontakt bist, so, und dann, dass man den Ex nicht vom Sockel stößt und du hältst ihn auf dem Sockel von jemand, der so gerne mit dir richtig zusammen wäre, aber aufgrund seines Lebensweges kann er sich halt, weil er konfliktscheu ist, kann er sich halt nicht von seiner Ex trennen und also du gibst ihm da super viel Raum und man, du weißt doch, wie das ist, wenn man schlecht behandelt wird und alles. Und ich denke, wie gesagt, das würde ja, also hört sich nicht so an, als wenn das ohne Schmerzen abgeht, wenn ihr weitergehst. Und du musst dich halt entscheiden, entweder du bleibst bei deinen Standards, wo du sagst, ich will nicht mit einem Mann zusammen sein, der nicht Single ist, oder ja, du sagst halt, ja, ich springe in dieses Dreieck rein, nur man muss sich auch immer überlegen, also meistens kriegt man das ja auch wieder so vom Leben, ne? Das heißt, willst du mal in einer Beziehung sein mit einem Mann, der hinter deinem Rücken fremd geht mit einer anderen Frau, das will ich mir auch überlegen. Okay, in diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen. Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeyer, ich bin Paartherapeut, Dating-Coach, Beziehungscoach, Coach für enormes Beuteschemas und so weiter in Hamburg oder wo auch immer du mich brauchst. Und diesmal Video-Newsletter. Und ja, heute geht es um das Thema, mir geht es so schlecht nach meiner toxischen Beziehung. Ja, meine Kurse findet ihr auf liebeschip.de. Gibt eine größere Veranstaltung nächstes Wochenende, das Bootcamp. Da werden vielleicht noch 1 bis 2 Plätze. Und ansonsten meine Abendkurse 21.22., 23.03. in Hamburg, Köln und München und dann später noch in Mainz. Und in der Planung ist noch Frankfurt und Berlin. So, eine Frage von Lutschenkova und sie fragt, lieber Christian, danke für die ausgezeichneten Videos. Den Liebeschip-Kurs und den Liebeskummer-Kurs bearbeite ich derzeit. Vielleicht gibt es ja für meine Frage ein Video. Hier kommt's. Ich verstehe jetzt meine ganzen, wenn ihr das auch solche Fragen habt, über das Kontaktformular auf liebeschip.de oder an fragen@eheberatung.info. Ich verstehe jetzt meine ganzen schiefgelaufenen Beziehungen. Anscheinend hatte ich noch nie eine gesunde Beziehung und bin 51 Jahre. Ja. Die meisten sind in deinem Alter. Das dauert schon mal. Oder in den 40ern oder manche auch in den 60ern. Ist wie es ist, kannst immer noch 50 gute Jahre haben. Ich war auch länger verheiratet, habe Kinder. Die letzten 6 Monate dauernde Beziehung hat mich total umgehauen. Hochtoxisch, ja. Ich war schockverliebt, was ja immer nicht so ein gutes Zeichen ist. Er hielt mich auf Distanz. Bis nach Monaten auf einmal intensiver und erfüllend wurde, aber nur für 7 Wochen. Wir wohnen einige Kilometer auseinander. Ich war viel bei ihm, da er wegen seiner Kinder nicht mehr gebunden ist. Mehr gebunden ist. Nach dem ersten Ich liebe dich und seiner Mutter vorstellen, hat er mich regelrecht abserviert. Ja, das, wie gesagt, das, man, es geht ja oft so um passive Bindungsangst, ne? Und man trifft dann oft auf aktive Bindungsängstler, die
ja, die wollen natürlich auch Beziehungen und dann ist oft so eine Dynamik, dass der Pluspol, der du ja bist, dann vielleicht für sie, für einen anderen Partner nicht, zu viel will oder zu schnell oder zu viel Nähe braucht und dann, oder auch ist gar nichts, man fällt sich völlig normal und der andere zieht sich plötzlich zurück, weil er merkt, oh, das kriegt, setzt bei dem die aktive Bindungsangst ein und dann, ja, oder ist es eben so ein hochtoxischer Kreislauf mit, was ja auch sein kann, mit idealisieren, kritisieren, abschießen, was ich immer wieder sage. So, er hat Weihnachten, war ja dann allein zu Hause, hat sich vergnügt, was ja auch nett ist, ne? Was ja immer, wenn jemand nicht weiß, ob er Weihnachten mit dir verbringen will, oder mindestens einen Tag, keine Beziehung. Das ist hasta la vista oder Freundschaft plus. So, mir nichts geschenkt, ja, okay, da wäre gut, ja. Das ist ja immer, was ich frage, tut's weh und macht der andere was für euch? Wenn das nicht ist. Ja, es ist dieses typische Match von jemand, der zu nett ist und jemand, der zu egozentrisch vielleicht ist. So. Und zum zu Silvester hat er mich auch nicht dabei haben wollen. Ja, ich meine, was soll man dazu sagen? Das taugt ja nicht mal für eine Affäre eigentlich. Aber es ist, wie es ist. Such nicht das bei ihm. Ich meine, er hat seine Dynamik überlegt, warum du... Warum zieht dich das an? Ne? Das ist ja immer die ganze Theorie hinter diesem Liebeschip. Hast du nicht verfügbare Eltern? Hast dich daran gewöhnt, dass das Liebe ist, dass jemand nicht zu haben ist, will dein inneres Kind eine alte Situation auflösen und sucht sich deswegen wieder nicht verfügbare Partner. Das, aber die Sachen bearbeitest du ja sicherlich dann in dem Kurs. So, er meldete sich, komm noch von sich aus, ich bin immer hin. Ich sah, wie er mir nichts gab und mich auf Distanz hielt und trotzdem war ich nicht in der Lage, mein Verhalten zu ändern. Ja, ich weise auch immer auf mein Video hin, die Krümelbeziehung, das ist das dann, ne? Das, will das jetzt nicht wieder erzählen, das kann man bis auf Tierexperimente runterfolgen, dass, wenn wir so eine bestimmte Neigung haben von unserem Liebeschip und dann jemand mit so, man nennt das in Psychologie intermittierende Verstärkung, also mal macht er was, mal macht er nichts. Wenn da so jemand kommt, dann, ja, dann werden wir wie so ein Junkie und geiern den letzten Krümel der Beziehung hinterher. Und ja, das ist halt Liebessucht dann. Ne? So, er hat die Beziehung beendet, okay, allerdings mit Option. Ich finde dich so toll und will dich nicht verlieren, so eine Frau habe ich mir immer gewünscht, ja. Soll das jetzt natürlich so in der Umlaufbahn bleiben, wie ich immer sage. Ne? Ich habe den Kontakt abgebrochen, kämpfe aber noch mit Hoffnung. Das sind eine von diesen vielen Beziehungsgeschichten, die, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht wüsste, ob ich noch mal eine gelesen hätte, die gut ausgegangen wäre. Liegt meistens daran, dass nur einer an sich arbeiten will, aber jetzt fange nicht an, ihn davon zu überzeugen, dass er mit sich an sich arbeiten soll. Er macht es oder er lässt es, aber du kannst da niemand hintragen. Deine Kurse sind jetzt sehr hilfreich. Ich sehe, dass ich wohl liebessüchtig bin, weiß auch woher. Kindheit, Eltern etc. Und nun die Frage, es ist kaum aushaltbar zu sehen, dass ich mein ganzes Leben schon so liebessüchtig und co-abhängig bin. Hey, herzlichen Glückwunsch. Das ist der Start in ein neues Leben. Ey. Ich weiß, dass es... Also ich will mich da jetzt überhaupt nicht... drüber stellen, dass das irgendwie einfach ist. Das ist, ich weiß, wie das ist. Das ist zum Kotzen, schlicht gesagt. Das ist auch, warum viele das nicht angehen, weil es so ätzend ist, das auszuhalten. Aber dieser Entzug, durch den du jetzt gehst, der ist, ja, der ist schon ein großer Teil der Reha, sag ich mal. Ne? Und du musst es ja nicht alleine machen. Du kannst dir vor Ort jemand suchen, kannst in eine Gruppe gehen, kannst eine Therapeutin suchen. Kannst ins Forum kommen hier, auf liebeschip.de, wie auch immer. Und ja, aber ohne diese Erkenntnis geht es nicht, ne? Oder guck, welche Freunde dich unterstützen können, nur geh nicht zurück, so, weil das ist, ja, dann, das ist so, als wenn man oder geh auch nicht in eine andere toxische Beziehung, das ist so, als wenn du, weiß nicht, Gin mit Pernod ersetzt, das bringt nichts. Sei froh, dass du es erkannt hast
Und aber ich muss schon wirklich sagen, auch für andere, die da dranhängen, es ist eine echt harte Arbeit. Ne? Es ist echt hart, vor allen Dingen, wenn man dann merkt, oh, es ist nicht nur meine Beziehung, es sind vielleicht auch Freundschaften, die betroffen sind und man da überall anfängt auszumisten. Ja, das ist dann die, gibt ja auch das Video Toxische Einsamkeit nach toxischen Beziehungen. Aber genau, ich hoffe, oder ich bin sicher, der Liebeskummerkurs unterstützt dich. Und aber hol dir sonst zusätzlich Hilfe, es ist echt schwer allein. Und es wird besser werden, ne? Wenn du sozusagen die Sachen machst, auf null Kontakt gehst. Wie lange war das jetzt? Ein paar Monate, glaube ich, ne? Wird es sehr wahrscheinlich relativ schnell, also schnell heißt jetzt nach 2-3 Monaten, deutlich besser gehen. Ja, wichtig ist dann die Zeit jetzt auch zu nutzen in Selbstliebe. Ich sage ja immer, das Gegengift zu Co-Abhängigkeit, Liebessucht und so ist Selbstliebe. Ne? Oder man kann auch sagen, das Universum hält dir einen Spiegel vor, in Form eines vielleicht recht egozentrischen Mannes zu lernen, dass du jetzt nicht genauso sein sollst, aber dass du egoistischer werden darfst, dass du mehr dich um dich mehr kümmern kannst, dass du dich mehr selbst lieben darfst. Nach dieser letzten Trennung bin ich sehr aktiv und bearbeite auch dieses Thema, aber jetzt nach Wochen habe ich das Gefühl, es geht mir immer schlechter. Ich fühle wie dieses einsame, verlassene Kind früher und komme da kaum noch raus. Hab heftige körperliche Schmerzen, bin fast nur noch traurig. Also erstmal ist die Frage, bist du wirklich auf null Kontakt? Das ist erstmal das Wichtigste, sonst hört das nicht auf. Ne? Also oder stalkst du ihn noch auf Facebook oder schreibst du ihm noch oder erlaubst du dir noch obsessiv über ihn nachzudenken, was auch echt schwer ist abzustellen. Hol dir mehr Hilfe. Ne? Ich weiß, dass das echt schwierig ist, aber also wenn jetzt nicht noch irgendwas dazukommt, dann wird es definitiv besser. Nur es ist auch irgendwas, was man schlecht alleine schafft, das muss ich schon ganz klar sagen. Also geh in eine Beratungsstelle, ist auch so eine Situation am Anfang, wo man auch mal mit dem Hausarzt reden kann, ob es da irgendwie Unterstützung gibt. Also mach es nicht allein, ne? Geh in eine Coda-Gruppe, geh in eine SLRA-Gruppe. Red mit deinen Freundinnen und ja, nutz die Übung, dass das dich unterstützt. Also arbeite mit diesem inneren Kind, sei fürs da. Mach Zielelisten aus diesen Vertiefungsübungen mit, wo du einfach guckst, was will ich eigentlich noch in meinem Leben machen, was bin ich ohne Partner, also diese ganze Arbeit, die dem Kurs da angesprochen ist. Aber es ist total hart teilweise und such dir echt, mach es nicht allein. Das ist, aber mach es nicht allein heißt nicht wieder zu jemand, der für dich toxisch ist, gehen, aus meiner Sicht. So, habe ich jetzt, geht's mir so schlecht, weil die Beziehung so toxisch war oder wegen meiner Liebessucht? Ja, sowohl als auch, 50-50. Also wenn die Beziehung nicht so toxisch gewesen wäre. Also solche Beziehungen, die reißen halt alle Pflaster ab. Ne? Vorher war es vielleicht ganz gut verpflastert, aber als auch die Anlage zu diesem Problem. Und so eine Beziehung reißt alle Pflaster ab und dann ist man wie wund. Also wie so ein Brandopfer, wo die ganzen Pflaster weg sind und du siehst die ganzen Brandstellen auf deiner Haut, sag ich mal. Und das geht nicht um die Länge in der Beziehung. Also die Toxizität spielt eine Rolle. Das kann, nach 2 Wochen kann man sich so fühlen, ne? In einer richtig toxischen Beziehung. Habe ich jetzt vielleicht zu viel gemacht, zu viele Übungen nachgedacht etc.? Nee, glaube ich nicht. Das sind einfach die Pflaster jetzt runter. Und also die ersten Wochen, ich denke, es ist ja jetzt so auch ein paar Wochen her, die sind echt, vor allen Dingen die ersten 3 sind echt nicht gut. Ich praktiziere seit Jahren Yoga, was auch hilft, aber ich kann gerade kaum zur Arbeit. Ich arbeite auch in dem Bereich und werde regelrecht von allem angetriggert. Das musst du gucken oder vielleicht auch mit deinem Hausarzt besprechen. Manchen hilft es, sich krank schreiben zu lassen. Also es ist auch normal, ne? Leider. Das ist ein Entzug von diesen deinen ganzen Liebeshormonen, Wohlfühlhormonen und
das führt häufig zu, dass man nicht mehr essen, nicht mehr schlafen kann. Ist halt ganz schlimmer Liebeskummer, ne? Nicht zur Arbeit kann. Also manchen tut's gut, zur Arbeit zu gehen. Trotzdem, manchen tut's besser, einfach mal ein bisschen auszusteigen und sich um sich zu kümmern. Das müsstest du mal gucken. Den Zustand der totalen Desillusionierung und dem Alleinsein ist unerträglich. Meine Kinder sind auch erst vor ein paar Monaten weiter weg ausgezogen. Ja, das kommt dann sicherlich noch dazu. Wie komme ich aus diesem Schattenkind-Modus raus? Er ist so mächtig. Ja, Schattenkind von Stahl, ne? Die Bücher kann ich auch sehr empfehlen. Ja, mach vor allen Dingen diese Ziele-Listen. Das sind ja diese drei Listen. 20 Sachen, die dir Spaß machen. 10 kurzfristige Ziele, 10 langfristige Ziele. Und mach jeden Tag entweder eine von dieser Spaßliste. Also Sachen, die du gerne machst. Oder arbeite an irgendeinem kurzfristigen oder langfristigen Ziel. Ich weiß, das bringt jeden Tag nur 1%, aber das ist halt nachhaltig, ne? Mach Sachen für dein Sonnenkind, ne? Also für diesen spielerischen Anteil in dir, weiß nicht, ob du Wasser in der Nähe hast, fahr an den Strand, geh wandern, kauf dir einen Drachen, okay, ist jetzt gerade kein Wind, aber irgendwie Sachen, die vielleicht dein Kind immer mal machen wollte, also mach diese Fantasiereisenarbeit mit dem inneren Kind, mit Freunden aus. Am Anfang sage ich auch immer, es ist alles erlaubt. Also meinetwegen gehe auch auf ein Date, ist nur sehr gefährlich. Also wenn man, das wäre jetzt wirklich nur zum Ablenken, aber wenn die Gefahr ist halt tierisch groß, dass man wieder in sowas reingerät. Also ich sage mal, in der ersten Phase ist alles erlaubt, aber eigentlich solltest du jetzt natürlich nicht daten und ja, und wäre vielleicht auch dein Dates gegenüber ein bisschen problematisch. Dann würde ich auch sagen, welcher Situation du bist, dass sie sich darauf einstellen können. Aber am Anfang ist alles erlaubt. Oder guck Serien irgendwie, also pack irgendwas anderes in deinen Kopf. Aber das ist auch alles im Liebeskummerkurs ja drin. So, ich danke dir für diese tolle Arbeit, die du machst. So gut strukturiert, verständlich, umsetzbar, vor allem das Beste, was ich bisher gefunden habe. Ja, danke. Und ansonsten gibt es ja auch bei mir die Möglichkeit zu Strategiesitzungen. Begrenzt, aber geht ja auch. Ja, soweit. Und genau, ich weise nochmal hin. Es gibt noch 2 Wochen vergünstigt diesen mal neuen Kurs zu Bindungsangst und Co-Abhängigkeit, was ja oft hinter, ich denke, dass Liebessucht ist eigentlich eine Vermeidung. Ne? Vermeidung ist eigentlich letztlich passive Bindungsangst oft und eine Vermeidung von Intimität und Beziehung. Das kann man sich mal gar nicht vorstellen, wenn man das so sucht, aber man sucht es und gleichzeitig ja weiß man gar nicht, wie es geht, weil man es nie erlebt hat, ne? Und stattdessen lebt man sein altes Muster aus, ne? Was das innere Kind diktiert. Und dann muss das oder darf das innere Kind mal auf dem Beifahrersitz und der Erwachsene auf dem Fahrersitz, aber es hört sich alles so leicht an. Das ist für viele das Schwerste, was sie in ihrem Leben gemacht haben. Gut, und wir werden uns bald wiedersehen.